Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ihr werdet euch heute vielleicht ob der etwas anderen Qualität wundern, andere Aufnahme, andere Stimme, ganz viele Menschen, von denen ihr noch nie gehört habt, von denen ihr vielleicht auch nie wieder hören werdet oder noch ganz oft was gehört habt, hören werdet, von denen ihr schon gehört habt, im Sinne von, dass ihr ihren Twitter-Accounts folgt, ihren Blogs folgt, ihren Instagram-Accounts folgt oder wo auch immer social-media-mäßig ihr jeden folgt. Ich möchte sprechen über, würde ich jetzt sagen, das Rennen, was sie gefahren sind, wird mir Harald direkt von hinten ins Kreuz springen. Deswegen würde ich sagen, für die Veranstaltung Kala Maya, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dort waren am Start unter anderem Carola, Miriam, Harald, Rick und Florian. Guten Abend in die Runde ins schöne Hamburg. Moin, moin. 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 Ja, mit 5 Personen sitze ich da und ich muss ehrlich gestehen, wenn ihr am Ende der Sendung verstanden habt, welcher Name zu welchem Stimme gehört, dann habt ihr wahrscheinlich gut zugehört. Bis dato habe ich es noch nicht immer ganz raus. Aber deswegen würde ich euch bitten, vielleicht mal kurz jeder einmal seinen Namen hochzurufen und irgendwie etwas zu sagen zu sich, zu seinem Fahrrad oder dass wir zumindest einmal die Namen und die Stimmen assoziieren konnten. Fangen wir alphabetisch von hinten an. Rick. Das war super. Ja, hallo, ich bin Rick Ryder mit echten Namen Chris aus Hamburg. Und ich fahre sehr gerne Fahrrad und manchmal auch viel. Mein Fahrrad ist ein Specialized Diverge. Hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und mit dem ich mittlerweile schon einige lange Touren gefahren habe und unter anderem auch die Kala Maya 2001 Tour mit in diesem Jahr mit einem ganz tollen Team. Ein Teil davon sitzt direkt neben mir. Mhm. Die Verge ist ja eigentlich nicht so ein Langstreckenrenner, oder? Also ich kenne das Specialized die Verge eher als so, ach, das ist diese Gravel-Geschichte, oder? Ja, das ist ja so das eines der ersten so Crossover-Fahrräder. Und ich komme halt vom klassischen Rennrad und ich wollte es halt ein bisschen komfortabler haben. Und das Rad passt also für mich absolut perfekt. Also ich kann es schnell fahren, ich kann es auf lange Strecken fahren, also 200, 300, 400, 500, 600 Kilometer am Stück. Das funktioniert mit dem Fahrrad für mich gut. Also für andere vielleicht nicht, aber funktioniert. Das war doch mit diesem Werbespot, wo dieser Vogel rausgefahren ist in die Wildnis in dieser Hütte, oder? Habe ich das noch richtig gemacht? den Spot von Specialized, meinst du? Ja. Das kann sein. Tatsächlich habe ich mir natürlich auch im Vorfeld einige Werbespots angeguckt. Aber ja, das ist gut möglich, ja. Okay. Also, wir haben also den Rick auf dem Specialized Diverge. Als nächstes in dem Alphabet rückwärts wäre die Miriam. Guten Tag, Miriam. Ja, moin. Ja, gefahren, fange ich mal mit dem einfachsten an, bin ich mit einem Ridley, das ich eigentlich zum Crossfahren nutze. Hab das Langstreckenfahren eigentlich erst vor 2 Jahren für mich entdeckt und bin davor fast nur im Alltag gefahren. Dafür aber jede Strecke und halt vorher auch viel Faltrad, also Brompton-Rennen auch. Und habe immer die Truppe um Rick, also damit schließe ich jetzt auch Carola und im weitesten Sinne auch Harald, für Langstreckenfahrten ein, bewundert für diese tollen Touren, die sie gemacht haben und gedacht, da möchte ich irgendwann mal mitfahren. Und dieses Jahr war die Gelegenheit günstig. Yes! Und es war toll. Gelegenheit macht Fahrten. Genau. Ich bin im Alphabet nicht richtig bewandert. Harald, guten Abend. Hallihallo, Harald hier. An dieser Stelle verweise ich auf die Folge London, Edinburgh, London, wo Harald schon hier war, den brauchen wir nicht vorstellen. Nein. Ja, genau, aber so ist es ja. Ich hatte ja mal das Vergnügen, schon mal hier vor 2 Jahren sprechen zu dürfen, zu einer anderen Langstreckentour, London, Edinburgh, London. Und ja, letztendlich war es diesmal genau dasselbe, gleiches Rad, wieder das Marvis Titanrad. Und nein, natürlich war das jetzt gänzlich was anderes, das war hier London, Edinburgh, London war schon eine großartige Tour, das war lange Zeit das Highlight für mich und das wurde jetzt getoppt. Also diese Tour war noch wesentlich größer und besser und an der hänge ich noch sehr viel mehr im Nachgang. Du bist auch der Grund, weswegen wir jetzt überhaupt miteinander sprechen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es via Twitter, dass jemand gesagt hat, verblockst du das noch? Und dann hast du irgendwie so understatementmäßig, wie es deine Art ist, gesagt, ja, vielleicht, hoho. Und dann meinte jemand, vielleicht sollen wir dir einfach das Mikro hinstellen. Ja, genau, das war ja dann irgendwie, irgendjemand kam wieder auf die Podcast-Geschichte und da wir das ja nun schon mal gemacht hatten, dann war das irgendwie naheliegend, dass das hier in dem Zusammenhang passieren würde. Also, wenn irgendjemand von den 4 anderen Beteiligten in Hamburg hinterher sich beschweren möchte, bitte nicht bei mir, da ist der Harald dann der Ansprechpartner dafür.
Florian wäre die nächste Person. Ja, moin. Moin. Ja, ich fahre gefühlt mittlerweile viel zu wenig Fahrrad. Aber da ich die letzten 2 Jahre schon mit Rick unterwegs war, nach Saint-Tropez und nach Brügge, war es für mich eigentlich keine Frage, nicht auch dieses Jahr wieder mitzufahren. Mhm. Ja, gefahren bin ich mit meinem uralten Plastikrenner. Der schon. Was ist Plastikrenner? Ja, ein uralter Kohlefaserrahmen. Uralte Shimano-Schaltung. Systemlaufräder. Bewährte Technik. Wenn es funktioniert, rollt's. Ja, ohne Defekt. Ich habe nur von einigen Platten mitbekommen. Da warst du verschont von? Ja. Was für Reifen waren es? Komplett pannenfrei. Ja. Ich glaube ja. Ich bin komplett pannenfrei. Ja. Nein, nicht immer, aber in dem Fall schon. Also in diesem Fall hat er ja auch Rick den goldenen. Den goldenen Schlauch. Was, nehmen wir im Ernst, was waren das für Reifen, die ganze Tour als einziger dann ohne Durchschlag, ohne Platten, ohne alles mitgemacht haben? Nicht als einziger. Ah, noch nicht als einziger. Es waren noch mehrere, aber ohne Platten. Ralf hatte auch keinen Platten. Ich hatte auch keinen Platten. Die gleichen Reifen. Nö, also ja, was ist denn Spaß eigentlich gar nicht so wild. Es irgendwie. War nur eine Person. Eine Person hatte viel und wir hatten noch, ich glaube, 3 weitere Platten. Also ich habe die für alle übernommen, praktisch. So. Ritterlich, sehr ritterlich. Ja, fand ich auch. Und die Platten waren halt nur nervig, ne? Ja. Das Herausfordernde waren dann die anderen Defekte, die dann zu späterer Zeit auf großen, langen Etappen kamen. Ja, aber die Geschichte kommt ja später. Das ist ja noch ein paar Tage hin. Wir haben ja erstmal noch Vorstellungsrunde. Carola, guten Abend. Ja, guten Abend. Also ich würde sagen, ich gehöre auch zum harten Kern von Ricks Abenteuertouren, bin die letzten 2 Jahre mitgefahren und so auch dieses Jahr. Was dieses Jahr neu war, ist, dass ich das Rad gewechselt habe. Eigentlich auch mehr, weil mein Rad, mit dem ich sonst immer gefahren bin, irgendwie nicht bereit war für so eine lange Tour. Und deswegen bin ich dieses Mal mit dem Specialized Sequoia gefahren. Ja, was seit diesem Jahr auch vielleicht auch ein bisschen zu meinem Lieblingsrad sich gewandelt hat. Und es war auch keine Entscheidung, die ich bereut habe für die Tour, ein bisschen breitere Reifen zu haben auf den schlechten Straßen, die wir zwischendurch manchmal hatten. Dein Lieblingsrad sagt also, dass da auch mehr als eins in der Garage steht. Ja, das ist schon klar. Ja. Ich denke, dass wir bei den Hörern und Hörerinnen des Podcasts da offene Türen anrennen, aber bei dem Rest der Bevölkerung ja nicht unbedingt damit, dass es nötig ist, dass man mehr als 3 bis 4 Räder hat zu Hause stehen. Ja. Naja, es sind nur 5, also so viel mehr sind es jetzt nicht. 5 hast du. Ja. Also, das ist. Aber nicht in der Garage, möchte ich auch dazu sagen. Also, die stehen in der Wohnung, weil eine Garage habe ich nicht. Wer braucht auch eine Garage, wenn er 5 Räder hat? Ja. Also du hast gerade gesprochen von dem engeren Kern von 3 Personen. Wie entsteht die oder wie ist bei euch die Idee entstanden für Kalamaya 2001? Also wo kommt so eine Idee her, dass das Ziel ist? Die Idee, lange Fahrrad zu fahren, die ist so vor 3, 4 Jahren entstanden, als ich anfing, selber mir die Frage zu stellen, wie weit kann ich Fahrrad fahren an einem Tag? Und das ging los und Carola war auch dabei und Harald ist dann auch relativ schnell dazu gestoßen, Miriam auch irgendwann, dass wir uns so erprobt haben mit 200, 240, 250 Kilometern und das hat sich dann irgendwie gesteigert. Und irgendwann, so als Abenteurer gucke ich gerne halt auch mal auf den Globus zu Hause und auf Landkarten, wie ich das früher auch gemacht habe und gedacht, wo könnte man mal mit dem Fahrrad hinfahren? Und so ist das dann entstanden. Und diese Woche, also im Mai, so eine Woche, die ich so arrangieren konnte, war so das Zeitlimit und so haben wir uns dann rangetastet und so sind wir das erste Mal Barmbek, Brügge, Barmbek gefahren, das waren 1500 Kilometer und im letzten Jahr sind wir nach Saint-Tropez gefahren, von St. Pauli nach Saint-Tropez, das waren 1800 irgendwas Kilometer, also in den Süden.
Und nachdem wir uns dann alle irgendwie erholt haben von dieser irren, supergeilen Tour, habe ich dann irgendwie im Herbst wieder auf die Landkarte geguckt und sage, wir waren jetzt irgendwie im, so im Westen, im Süden und fast so im Osten. Und da tauchte dann irgendwann St. Petersburg auf und Estland auf und Tallinn auf und fand das super spannend, weil, also ich war da noch nicht, die meisten von uns auch nicht, doch Harald war schon mal so in der Ecke und ja, super, also quasi wie so eine Expeditionsreise geplant. Und so ist dann die Idee entstanden, nach Tallinn zu fahren, so quasi als einer der sehr östlichen europäischen Außenposten. Und Kalamaja ist halt ein wunderschöner alter Stadtteil von Tallinn. Und das war, da haben wir dann so den Marker gesetzt, so ist die Idee entstanden. Das heißt, also einfach geguckt, eine Woche mit An- und Abreise wahrscheinlich, ne? Also oder sind sieben Tage? Neun Tage, glaube ich, waren es insgesamt. Also wir haben 8 Fahrtage und quasi 2 so Reise. Wir waren 10 Tage. Wir waren Freitag, stimmt, ja. Freitag früh bis Sonntag, ja. Spät abends. Ja. Und also 10 Tage. 8 Fahrtage und 2 Reisetage, ja. Quasi. Ja. Das heißt, du guckst dann, oder ihr, weil das klingt mir alles nach einem gewissen Prozess, der auch die Gruppe erfordert oder wo man das ist ja nicht einer, der sagt, wir machen das, sondern das ist so ein Prozess. Ihr sagt, okay, 10 Tage Zeit haben wir, 8 Tage fahren wir, in 8 Tagen kommen wir 2000 Kilometer weit. Man könnte man theoretisch einen Zirkel nehmen und Hamburg und dann sagen, alles klar, bis dahin kommen wir, auf der Linie können wir jetzt im Osten was fahren und dann ist es so zu dem Prozess gekommen. Ja, also schon, es war schon irgendwie, also auch, also so aus meiner Perspektive schon dieser europäische Gedanke auch zu schauen, irgendwie wie Europa auch zu entdecken. Also das war schon einzigartig. Also ich glaube, das ging allen so, auch auf der Reise nach Saint-Tropez im letzten Jahr, dass man auf dem Fahrrad, also eine ganz andere, es ist natürlich eine ganz andere Art des Reisens, aber auch das Land und Europa auf eine ganz einzigartige und wunderbare Weise kennenlernen kann. Und auch auf der Kalamaja-Tour war das ähnlich. Wir sind ja also wirklich durch wunderschöne Gegenden gefahren und also haben uns quasi auch an einigen großen Städten so vorbeigeschlichen über die Dörfer. Das war schon sehr eindrucksvoll zu sehen, wie weit so die Möglichkeiten und Wege reichen. Ja, aber also in der Entstehung ist es so, dass du, Rick, das ja vorgegeben hast. Du hast irgendwie gesagt, so, da gibt's eine Tour, ich gebe mal das Ziel Kalamaja aus. Damit hast du losgelegt, ja. Und danach hast du ja erst angefangen, Leute dazu zu suchen, zu finden. Dann ergibt sich das ja. Aber das Ziel war ganz klar festgelegt, da wurde auch gar nicht irgendwie drum herum diskutiert. Und als sich dann langsam so eine Gruppe da bildete, wer dann irgendwie ernsthaft daran interessiert ist, dann ging es ja noch in die Detailgeschichten. Und dann hast du dich ja mit Kevin, der jetzt heute nicht dabei ist, aber mit Kevin um die Ausarbeitung der Route noch ein bisschen mehr gekümmert. Und der Rest hat einfach geduldig abgewartet und gesagt, wann ist endlich Mai? Ja, so in etwa. Und eine Restriktion war dann ja auch im Prinzip, wann fährt eine Fähre, mit der wir irgendwie Sonntagabend wieder zurück sind. Und damit war klar, in welcher Zeit wir es schaffen müssen. Okay. Also waren einerseits die selbst gesteckten Ziele plus örtliche Gegebenheiten im Sinne von Transfern und so weiter, den Rahmen vorgegeben haben, in dem ihr euch dann bewegen konntet. Relativ frei also. Ja, gut, es war schon ambitioniert. Also wir wussten schon, also diese knapp 2000 Kilometer mussten wir schon natürlich in einem Zeitlimit erreichen, weil wir sind an einem Freitag gestartet und mussten am Samstag der darauffolgenden Woche definitiv in Tallinn sein und eine Fähre bekommen nach Helsinki, um dann die Fähre von Helsinki nach Travemünde zu bekommen, die wir auch nicht irgendwie umbuchen konnten. Das heißt also, das war schon fix, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in Tallinn am Ziel sein mussten. Das ließ sich auch nicht anders planen. Ja, es war auch ganz klar. Also die Fähre fährt nur einmal am Tag. Von daher, es war auch komplett, wir haben den Zeitrahmen so weit wie möglich ausgenutzt. Alle mussten am Montag dann wieder arbeiten gehen. Sonntagabend waren wir halt wieder zurück in Deutschland. Also es war halt komplett ausgereizt. Das war aber genau richtig so. Ja, wenn es klappt, ist es hinterher immer genau richtig. Ja, und aber es war irre. Also wir sind mit 9 Leuten gestartet und am Ende haben 8 Leute gemeinsam auf der Fähre gesessen, was ich immer noch unfassbar finde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute es tatsächlich gemeinsam schaffen werden.
Ich hätte mit einer höheren Ausfallquote einfach gerechnet, dass halt unterwegs mehr passiert, dass Leute vorher abdrehen müssen, andere Wege finden, dass es wirklich hinhaut, dass alle zu acht, dass wir zu acht auf der Fähre sitzen. Nee, hätte ich mein Haus drauf verwettet, dass es nicht klappt. Mein lieber Scholli, Harald, was du dann, was ich werde hier immer in der Sendung meistens um großes Eis und du nimmst direkt das ganze Haus. Hut ab. Ich nehme ja keine Fahrräder. Bei solchen Veranstaltungen oder nee, anders bei Veranstaltungen oder privat organisierten Fahrten und so weiter gibt es ja relativ oft, und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, Leute, die am Anfang sehr begeistert sind und dann nach zwei Drittel der Planungsphase oder kurz vorher dann sagen, ah, geht doch nicht, aus Grund ABC vorgeschoben oder auch wirklich Gründe, die wirklich real sind und die es nicht nur möglich machen, dass man mitfährt. Gibt es, wie ist eure Erfahrung da gewesen? Gibt es sowas auch? Hat es da auch gegeben? Oder waren da von Anfang an alle so direkt infiziert dabei, dass sie gesagt haben, ja, mach ich und es dann auch gemacht haben? Lustigerweise eher im Gegenteil. Der letzte Teilnehmer ist irgendwie eine Woche vorher, ja, irgendwie hat er sich dazu entschieden, irgendwie mitzukommen und also das hat geklappt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass sich so in den letzten Jahren schon herauskristallisiert hat, dass diese Gruppe, wenn die was plant, dann ziehen die das durch. Und die sich da eingeloggt haben, das sah man halt auch an den Zahlen, war sehr, sehr überschaubar. Und da wussten wir schon, also das habe ich auch gesehen an denen, die ihr Interesse beziehungsweise sich dann angemeldet haben, dass sie das ernst meinen. Und also Kevin Mischka aus Flensburg, der auch mit dabei war, auf allen drei Touren dabei war, Falco Möllenberg, auch der heute leider auch nicht dabei ist, und Ingo Pool aus Delmenhorst. Das waren auch alles so aus dem engeren Kreis Leute, die da war uns schon klar, und Ralf Siegmund hier aus Hamburg, das sind gute Leute und sehr gute Fahrer und die auch konditionsstark sind, dass sie das auch durchziehen oder beziehungsweise auch den Willen haben, das durchziehen zu wollen. Gab es für irgendjemanden, also nicht jetzt, dass jemand selber für sich das entwickelt hat, aber so auch in deinem Kopf liegt einen Plan, was machen wir, Fahrer XY kann nicht mehr. Ne? Also gab es so eine Art Exit-Strategie, wie man nach Hause bringt, ab Punkt A, ab Punkt B, ab Punkt C? Oder war ja, das wir haben, nicht so? Also wir haben tatsächlich, das war auch ein glücklicher Umstand, dass ein Geschäftsfreund von Kevin in Estland lebt. Und auch ein ziemlich verrückter Hund ist Christoph. Und der hat uns erstmal für verrückt erklärt, als Kevin ihn da fragte, sag mal, Christoph, wir planen da so eine Radtour und wir kommen da auch so durchs Baltikum und bei dir vorbei. Sag mal, wenn irgendwie was ist, irgendwie hättest du Lust und Zeit, wenn wir einen Notfall haben, uns da gegebenenfalls irgendwie jemanden da abzuholen. Und da hat er tatsächlich gesagt, klar, mach ich. Und das hat sich dann tatsächlich auch ausgezahlt. Also der war dann quasi auf Standby in Estland. Und ansonsten, ja, haben wir dann im Vorfeld, Miriam auch geguckt, zur Zugverbindung, Busverbindung. Da haben wir dann festgestellt, im Baltikum nicht so richtig optimal. Also bis latent gar nicht vorhanden. Also wir haben uns einfach darauf dann irgendwie verständigt, okay, Leute, wir sind in Europa. Wenn irgendwie was passiert, wir können uns verständigen. Es gibt Google Translate. wir kriegen das schon irgendwie hin. Und so hat es dann auch funktioniert. Also die eine Person, die aussteigen musste, aus welchen Gründen auch immer, wurde dann abgefangen oder aufgefangen von Christoph im Estland. Also Christoph hatte tatsächlich glücklicherweise nur einen quasi Rettungseinsatz, wo er bei dem er Ingo retten musste in einer hammerharten Gravel of the Devil Passage mit 1000 Windstärken Gegenwind. Da hatten wir dann nach vielen, vielen Stunden konnte Ingo, Harald weiß dieses Phänomen. Schirmer's Neck. Ingo konnte seinen Kopf nicht mehr heben und war durch und musste dann aufgeben. Und der wurde dann von Ingo, der wurde dann von Christoph tatsächlich dann in einem einsamen Dorf irgendwo in Estland
Lettland. Nee, in Lettland. Ach, das war noch in Lettland. Im südlichen Lettland. Im südlichen Lettland. Christoph ist, ich weiß nicht, 350 Kilometer erstmal dahin gefahren. Ja. Also das war schon ein mächtiges Kilometerabreißen, was er da geleistet hat. Das war unser Rettungs-, Ein-Mann-Rettungsteam. Und Kevin war schon am dritten Tag, am dritten Tag musste Kevin mit Knöchelproblemen irgendwie aussteigen. Der ist dann von Polen aus mit dem Zug aber noch nach Hause gekommen. Okay, da war das von der Infrastruktur her noch einfacher möglich, als dann weiter im Baltikum. Ja. Ihr habt jetzt alles geplant, ihr habt die Strecke geplant, mit den Familien gegebenenfalls besprochen und dann steht man freitags morgens um wie viel Uhr? 7 Uhr? Am Start? Wer von euch, jetzt mal ehrlich, hat in dem Moment nicht gedacht, boah, jetzt nach Hause nochmal auf die Couch wäre auch schön? Oder wart ihr alle so heiß, wie Harald es eben? Ganz ehrlich. Waren wir. Da waren wir heiß, ja. Ja, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit sammeln, aber mir geht es jedes Mal so, immer bei diesen großen Touren, wenn morgens der Wecker um abartig früh klingelt, dass es immer dieses ganz eigenartiges Gefühl ist, nach so vielen Monaten Vorbereitung so aufzuwachen, so im müden Geist denken, oh Mann, scheiße, heute ist echt, heute geht's wirklich los, wir fahren wirklich los, wir machen das, wir packen das an. Da ist schon ziemlich Bauchkrummeln, aber nicht das Gefühl, jetzt irgendwie im Bett liegen zu bleiben. Nee, auf gar keinen Fall. Also die Tage davor war ich auch unglaublich aufgeregt und dachte mir so, Gott, bist du bescheuert. Ich glaube, einen Tag vorher habe ich noch einen gemeinsamen Bekannten getroffen, der guckte mich nur an und sagte, du fährst doch morgen nicht los, du musst erst mal ausschlafen. Und das Schönste war aber, dass wir bei mir aus der Haustür traten, auf die Räder uns schwangen und in dem Augenblick kam Rick um die Ecke, der bei mir in der Nachbarschaft wohnt. Ah ja, stimmt, genau. Und das war schon so das erste gemeinsame Hinrollen, was einfach total schön war. Okay, so eine Ouvertüre. Ja. Quasi, ja. Ah, jetzt haben wir noch ein bisschen Musik untergebracht, wie schön. Ihr seid ja jetzt 9, wie viele Leute sind gestartet überhaupt? Ich habe jetzt 9 eben mal gezählt. 9. Würdet ihr euch als Gruppe jetzt so leistungsmäßig sehr homogen betrachten? Also seid ihr von den Leistungen, zu denen ihr in der Lage seid, alle ungefähr auf einem Niveau? Oder gab es da auch so? Nein, bitte das Wort. Entschuldigung, wirklich. Nee, komplett unterschiedlich. Also, ich kann da nur für mich sprechen. Ich komme Berge einfach nicht hoch. Ich brauche da ewig lange für. Hab dann aber auch gemerkt, also bei bestimmten Ecken, also ich brauche einfach kurze Pausen und kann dann lange fahren, aber ich kann nicht schnell reintreten. Während andere nach einer langen Pause einfach reintreten, wo ich mich frage, wo nehmen sie die Kraft her? Aber in Summe funktioniert's dann. Okay. Das ist aber für eine Gruppe, kann es ja, wenn sich nicht alle gut verstehen, zu Problemen führen? Oder kann es, wenn man nicht lange schon vielleicht, wie auch ihr, eingespielt seid, dann durchaus zu Diskussionen führen? Oder war das alles so von Anfang an klar, wir fahren jetzt zu 9 in diesem Block? Ja. Nein, also natürlich war das irgendwie gruppendynamisch eine Herausforderung irgendwie. Das hat sich halt dann Tag 4, der berühmte Tag 4, das war halt so der Tag, an dem sich irgendwie dann das auch ein bisschen auseinanderdividiert hat, wo es dann klar war, wir müssen irgendwie an der Tour irgendwie noch ein bisschen was ändern. Also das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann. Für mich war es irgendwie zumindest irgendwie so gefühlsmäßig ein sau anstrengender Tag, weil es halt allen, glaube ich, bewusst wurde, so wie wir jetzt unterwegs sind, kommen wir nicht gemeinsam an. Das funktioniert nicht. Da sind wir zu langsam. Das ist zu anstrengend. So läuft es eben nicht. Aber wir haben es eben auch nicht hinbekommen, zu dem Zeitpunkt waren wir dann zu 8, auf dem Rad irgendwie unterwegs kriegst du das halt nicht auseinander diskutiert. Aber ich glaube, an dem Tag sind wahrscheinlich 62 Kleingespräche geführt worden. Wie siehst du die Lage? Wie geht's dir? Was hast du eine Idee? Was könnte man machen? Hin und her. Und hat letztendlich dazu geführt, dass wir an dem Tag dann aber relativ früh beschlossen haben, wir müssen heute frühzeitig irgendwie gemeinsam irgendwo eine Unterkunft finden. Wir können halt nicht irgendwie spät in die Nacht reinfahren, sondern wir müssen frühzeitig irgendwo hinkommen, wo wir in Ruhe planen können, wie es weitergeht. Und das hatte ich auch mitbekommen. Das war so ein Split klingt böse, aber so ist es ja gar nicht. Nee, also ich hatte Schiss im Grunde genommen. Wie das irgendwie so endet. Also ich wusste nicht irgendwie da den Tag auf dem Rad, das war total anstrengend, weil eigentlich klar war, irgendwie muss man sich da auseinanderdividieren und irgendwie klären, wie geht's weiter. Und ich hatte irgendwie ein bisschen Schiss davor, dass es eben da jemandem irgendwie sagen zu müssen, bist aber ein bisschen irgendwie, nee, so mit dir geht das ja irgendwie nicht. Am Ende lief das total cool. Also ich glaube, wir sind eben abends in einem
super netten Agrotouristika gelandet. Das ist halt so ein ehemaliger Bauernhof mit irgendwie, die halt jetzt auf Tourismus umgeschwenkt haben. Nette, gemütliche Zimmer, wurden dort irgendwie super lecker verköstigt und haben da halt an einem schönen, einem Wohnzimmer schön an einem Tisch in der Runde gesessen und dann ging es eben irgendwie so, wie siehst du die Lage, wie geht's dir, wie kannst du dir das im Weiteren vorstellen? Und dann ging es, glaube ich, also der Knoten war dann relativ schnell geplatzt. Also es kristallisierte sich relativ schnell raus, dass wir eben so zwei Grüppchen letztendlich haben. Das eine Grüppchen, das sagte, okay, das Ding können wir immer noch auf dem Rad komplett zu Ende fahren. Und das andere Grüppchen, das sagte, nee, komplett schaffe ich nicht. Ich muss irgendwie noch ein anderes Verkehrsmittel. Ja, schaffe ich oder will ich nicht. Ne? Also es war halt so irgendwie, ja also so im Kollektiv saßen wir dann auf diesem wunderschönen Bauernhof. Oder ehemaligen Bauernhof und also das war schon eine besondere Situation, weil wir hatten sind noch nie mit so einer großen Gruppe so eine lange Strecke gefahren und jeden Tag also über 200 Kilometer zu fahren ist schon in einer großen Gruppe schon, finde ich, ziemlich emotioniert. Es war halt anstrengend und wir hatten halt viele Pannen, also dank meiner Pannen waren wir eben halt auch viele Momente damit beschäftigt, irgendwie Reifen zu flicken und nochmal zu flicken und nochmal zu flicken und so weiter und so fort. Und es ging eben halt alles nicht so schnell. Und am Abend, ja, war dann irgendwie echt diese Matheaufgabe, ne? Wie soll das gehen? Und haben halt auch einige gesagt, sie haben auch gar nicht jetzt mehr so Bock, so viele Kilometer am Tag zu fahren. Und darf ich kurz an der Stelle eine Zwischenfrage stellen? Ja. Um das einzuordnen, wir haben gesagt, 8 Tage seid ihr gefahren, das war jetzt nach 3 Tagen. Nach 4 Tagen, also, am vierten Tag. Am vierten Tag. Ja, genau. Also Halbzeit. Halbzeit, genau. Ja. Wie viele Kilometer hattet ihr von den 2001 angepeilten zu diesem Zeitpunkt? Bisschen über 1000, glaube ich. Wir hatten, oder? Sekunde, ich habe hier mein Spiegelzeit, aber das sind so, Carola, du bist Mathe, also rechne nochmal. Das ist immer das Kreuz mit so einem Job, ne? Dann immer, wenn es um Zahlen geht, wird man gefragt. Ja, genau. Da hätte ich mir vorhin mal fragen können, hätte ich schon mal ausgerechnet, die Zwischenergebnisse. 850 Kilometer, okay, ja. 850, ja. Mhm. Okay, also rund 40%, 42%. Okay, dann würde bei mir wahrscheinlich auch die Alarmglocke irgendwie angehen und sagen, okay, wenn ich nach der Hälfte der Zeit noch nicht die Hälfte der Strecke habe, der zweite Teil wird nicht einfacher. Kann ich nachvollziehen, dass an diesem Punkt dann so Zweifel aufkommen bei einem selber. Wie ist das so in einzelnen Gesprächen? Also du sagtest das eben, Harald, dass so in 62 kleinen Gesprächen, wollen wir mich mal nicht auf die Zahl festlegen, gelaufen ist, aber es stellt mir dann immer schon, also hat jeder irgendwie gesagt, ich kann mir das so schwer vorstellen, ohne dass jemand mal so sagt, okay, lass uns mal jetzt mal reden. Ja, wir haben schon abends zusammen am großen, wunderbaren gedeckten Tisch zusammengesessen und haben mal abgefragt, wie sieht's aus, worauf hast du Bock, oder worauf hast du keine Lust, wie stellst du dir das vor? Und das war ein gutes Gespräch, und da war einfach klar, es gibt halt eine Gruppe, die umdisponieren möchte, umplanen möchte, und eine andere Gruppe, die halt irgendwie plant, weiterzufahren. Wobei, also Harald war heiß darauf, weiterzufahren, und Carole auch. Ich war so, befand mich noch so in between, habe auch gesagt, so, ja, boah, es war echt anstrengend. Aber so hat sich dann, ja, also am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende gab es eben halt zwei Gruppen. Die eine, die weitergefahren ist, dazu zählten Carola, Ingo, Harald und ich. Und Florian und Miriam und Ralf und Falco haben dann Plan B ausgearbeitet. Genau, schlicht und ergreifend, weil sowohl Falco als auch ich gesagt haben, 200 bis 250 Kilometer am Tag machen, also können wir fahren. Viel mehr drüber, das werden wir nicht schaffen, also einfach von der Kraft her. Und wir hatten einfach schon zu viel Zeit, also wir hatten 2 Etappen unter 200, wo wir es einfach Kilometer verloren hatten, dass es klar war, funktioniert nicht. Also nicht, wenn wir noch genug Schlaf bekommen wollen. Und dann kam halt auch noch dazu, dass, ich glaube, Ralf war es, der sagte, er möchte auch gerne spätestens um 8 oder 9 irgendwo ankommen, damit er auch noch ein bisschen was, so ein Urlaubsgefühl hat.
Und ja, das habe ich mich gerade eben gefragt. Wie viel war daran ist Urlaub und wie viel daran ist Anstrengung? Also das habe ich mir eben auch eben gefragt. Ja, genau. Wir haben uns dann auch schlicht und ergreifend die Gourmet-Truppe genannt, weil wir dann davon mit abgeschlossen haben, an Tankstellen immer nur zu essen, sondern gesagt haben, mittags, wenn wir nur zu viert oder zwischenzeitlich, wenn wir nur zu dritt sind, können wir auch irgendwo einkehren. Dann brauchen wir auch nur eine Dreiviertelstunde, haben aber was Ordentliches zu essen. Und genau so abends. Gourmet-Truppe irgendwo tätowieren. Sehr gerne. Das ist freigegeben. Ja, danke. Hattet ihr die Gourmet-Truppe auch einen Namen für die andere Truppe oder habt ihr andere Truppe euch einen anderen Namen gegeben? Jetzt ist es interessant. Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten keinen Namen für die andere Gruppe. Wir haben immer nur geguckt, wo ihr seid. Hattet ihr euch einen gegeben? Wir? Nee. Wir hatten keine Zeit. Nee, aber also ich erinnere jetzt zumindest nichts. Nee. Jetzt hätten wir euch, glaube ich, auch so genannt. Hat jemand aus der Gourmet-Truppe es hinterher bereut? Also so, man könnte ja sagen, okay, die haben es jetzt geschafft, vielleicht hätte ich mich ein bisschen mehr angestrengt. Es kommen ja bei solchen Sachen immer Zweifel, auch wenn man bei Veranstaltungen mal abbricht und etwas nicht zu Ende fährt, so nach dem Motto, hätte ich noch ein bisschen mehr mich angestrengt? Oder war es so nach dem Motto, ich habe jetzt eine gute Entscheidung getroffen und ich hatte jetzt noch 4 Tage richtig Spaß, in Anführungszeichen Urlaub? Das war genau richtig. Genau so war es, ja. Also keiner hat, glaube ich, also ich glaube, bei allen Teilnehmern war am nächsten Morgen auch so wieder so ein bisschen Spirit da. Denn ein Faktor ist auch einfach, dass du in einer Gruppe von 8-9 Leuten einfach langsamer wirst, weil jeder anderen seinen eigenen Rhythmus aufzwingt. Und immer das, was am langsamsten ist, kommt dann hinterher zum Tragen. Also wenn der eine in der Pause länger braucht oder der nächste hat eine Panne und braucht dafür länger oder kann nicht so schnell den Berg hochfahren, du bist immer am langsamsten, an den langsamsten gebunden. Ja, klar. Das ist die Summe der langsamsten, führt dann zu dem Ergebnis. Ob das jetzt wir waren am nächsten Tag auch über, ich weiß nicht, 100 Kilometer, haben uns immer wieder gesehen. Wir haben uns immer wieder aneinander vorbeigefahren, haben uns gegrüßt. Stimmt, bis wir zum Mittagessen abgebogen sind. Ja, genau, bis wir zum Mittagessen abgebogen sind. Ja. Waren wir immer gleich schnell, obwohl wir nie im gleichen Rhythmus gefahren sind. War dann in dem Punkt vielleicht auch die Überlegung, ist das überhaupt richtig oder müssen wir einfach vielleicht nur in diesen 2 Gruppen fahren? Also anders gefragt, hättet ihr euch am Abend von, oder wie weit wart ihr am Abend von Tag 5 auseinander? Ich glaube 40 oder 50 Kilometer. Wir sind allerdings dann auch anders gefahren, weil wir nach den ersten 30 Kilometern uns kurzzeitig leider von Falco verabschieden mussten, dessen Knie nicht mehr mitmachte. Und dann mit ihm verabredet hatten, wir versuchen ihn in Litauen irgendwo zu treffen und dann gemeinsam nach Riga irgendwie zu überbrücken, was auch immer wir finden, um halt auf jeden Fall nach Tallinn fahren zu können. Und in dem Augenblick, wo Falco dann versucht hat, ohne Fahrrad weiterzukommen, haben wir ein bisschen die Strecke geändert und sind dann halt mehr Höhenmeter gefahren, dafür direkt an der russischen Grenze lang. Sind einfach von der Route abgewichen. Okay, und dann waren wir, glaube ich, hinterher sowas um die 40 Kilometer auseinander. Also kilometermäßig waren es dann, seid ihr die kürzere Strecke, aber die schwierigere, vermeintlich wegen der Berge gefahren? Weiß nicht, ob die wirklich schwieriger war, aber es waren für mich gefühlt viel zu viel Höhenmeter. Und hinterher habe ich gesehen, warum Rick die anders gelegt hat, weil die andere einfach weniger Höhenmeter hatte, zumindest auf dem Stück. Ja. Was heißt, also für mich wäre jeder Höhenmeter ein Höhenmeter zu viel, aber was heißt so, ich kann das nicht einordnen, wie viel Höhenmeter waren das am Tag? Ach so, auf 230 Kilometern waren das 2000 Höhenmeter an dem Tag. Weißt du alles noch mal fahren? Ja, das weiß ich, weil es mich so geschockt hat. Und dann hinterher wusste ich, warum ich so fertig war. Vielleicht splitten wir das jetzt so in der Erzählung ein bisschen, ich glaube, weil beides ist eine Geschichte irgendwie erzählenswert. Ich bleib jetzt einfach mal bei der Gruppe Gourmet. Das waren jetzt immer noch 200 Kilometer grad, die ihr gefahren seid an Tag 5. Seid ihr dann wirklich mittags immer ins Restaurant und früh in die Unterkunft? Also ist dieser Plan so aufgegangen? Nein. Wir haben es versucht immer mittags, wir haben es auch geschafft, mittags, manchmal auch erst am späten Nachmittag, irgendwo tatsächlich einzukehren. Geschlafen haben wir meist oder eine Unterkunft gefunden haben wir tatsächlich erst meist so gegen 9 oder 10. Es war, fühlte sich trotzdem entspannter an, weil wir sie ja meist so um 5 oder so sicher hatten, die Unterkunft. Und dann gemütlich gemütlich ist relativ, aber dann dahin gerollt sind. Und was wir halt auch gemacht haben, und ich glaube, da haben wir dann teils ich habe die Kilometer auf jeden Fall unterschätzt. Wir haben versucht, die großen Straßen zu meiden und sind ganz viel Sandwege, Schotter, Kieswege und so weiter gefahren, was einfach dann halt auch Zeit kostete. Also ergänzt gerne, Florian. Ja, welcher Tag war das, als wir abgebogen sind?
Oh, das war der fünfte oder sechste Tag. Stimmt, da sind wir mal von so einer Transitstrecke abgebogen, weil es angeblich eine Veloroute in Lettland geben sollte. Landeten dann im Wald, direkt neben der Ostsee, auf schönstem Sand, der teilweise befahrbar war, da wo es Fichtennadeln gab. Okay. Und das waren so 10 Kilometer einmal wirklich richtig durch Sand. Aber es war wunderschön. Also links blitzte immer die Ostsee. Da verliert man natürlich einfach Zeit. Aber es war ein tolles Erlebnis. Und direkt danach haben wir einen, was war das? Kein Dönermann? Also Kebab. Auf jeden Fall Kebab, genau. Einen ganz tollen Kebabstand gefunden. Schon dafür hat es sich gelohnt. An der Ostsee am Fichtenwald. Da steht ein Kebabmann. Ein Stück weiter, ja. Das ist ein Lied, ne? Oder? Nee. Ja, ich glaube auch Tokotronic hat das ganz in ihren frühen Tagen gesungen. Der Kebabmann am Ostseestrand. Ja, so ungefähr. Das war einfach toll. Aber hier Leben, nein, danke, war glaube ich auch eine Szene daraus. Habt ihr die Gourmet-Truppe, Florian, vielleicht, weil du bis jetzt noch nicht so zu Wort gekommen bist, wie habt ihr das dann am Ende geschafft, auf die Gesamtkilometer zu bekommen oder dass ihr dann pünktlich in Tallinn wart? Seid ihr mit dem Zug, Bus oder wie habt ihr das dann geschafft? Ja, so wie es sich entgeben hat, also Falco ist ja gleich am nächsten Morgen nach, weiß ich nicht, 50 Kilometern? 30. Mhm. 30 Kilometer. War klar, sein Knie macht er sich mit und er muss sich ein Taxi nehmen und vorfahren. Ist dann in die nächstgrößere Stadt, hat sich bringen lassen, hat da dann versucht, mit Bus und Bahn weiterzukommen. Und wir hatten dann einmal die große Straße, von der wir einfach runter mussten, weil das wirklich eine Schnellstraße, also als ob du auf der Autobahn fährst und du hast keinen Standstreifen. Okay. Wo wir dann wirklich einfach quer in den Sandweg abgebogen sind und dort einige Stunden verloren haben und dann einfach nicht mitbekommen haben, dass unsere Tachos die Zeitzone gar nicht auf dem Schirm hatten. Stimmt. Und wir hatten unterwegs einfach während der Fahrt schon dank Internet und es ist ja nirgendwo so schlecht wie in Deutschland, einfach schon Busse rausgesucht, die auch Fahrräder mitnehmen. Und hatten uns schon quasi schon mit Falco verabredet in Kaunas. In Kaunas. In the town. Auf einen Bus. Er hatte schon die Tickets besorgt. Wir wollten dahin und plötzlich war es rechnerisch knapp. Und 3 Minuten später dämmerte mir dann irgendwann, nein, es ist nicht knapp. Wir sind mal eben in eine andere Zeitzone gefahren, weil wir morgens noch in Polen nach Litauen. Ist ja. Halt ja. Zeitzonengrenze, dann ist man plötzlich eine Stunde weiter. Ja, wir hatten direkt hinter der vor der litauischen Grenze übernachtet. Ja. Und das war auch der Tag, wo ich das einzige Mal so, davor war ich immer zuversichtlich, dass es klappt, dass ich ankomme, dass wir alle ankommen, dass man auf Probleme stößt, die man dann löst. War mir eigentlich immer ganz klar. Und dann gab es einmal diesen Punkt, wo wir an dem Busbahnhof in Mariampole gestrandet sind quasi, die Zeit nicht mehr hatten, um noch rechtzeitig nach Kaunas zu kommen mit dem Rad. Ist kein Zug am Bahnhof fuhr, wo wir waren. Daneben war der Busbahnhof, wo uns kein Bus mitnehmen wollte mit den Fahrrädern, auch wenn sie groß genug waren. Die versammelten Taxifahrer, alte graue Männer mit dicken Bäuchen am Busbahnhof saßen, miteinander plauderten und auch keine Lust hatten, uns weiterzubringen. Wo ich das erste Mal so ein bisschen resigniert hatte und dachte, jetzt klappt das alles irgendwie nicht mehr. Wir müssen noch mehr improvisieren und wir schaffen das nicht mehr, Falco zu sehen an dem Tag und sind dann nicht mehr abends ausgeruht in Riga im Hotel. Ich muss zugeben, das war der Moment, wo ich irgendwie gute Laune kriegte, weil sowohl du als auch Ralf plötzlich so schlecht gelaunt waren und sagten, wir schaffen das nicht, wir kommen nicht nach Riga, Falco sitzt da. Wie scheiße. Und dann meldete sich Falco kurz und sagte nur, fahrt zur nächsten Tanke, da findet ihr eine Lösung. Ja, und Miriam sagte dann auch, jetzt hört mal auf hier so, wir fahren jetzt mal zur nächsten Tanke und trinken mal einen Kaffee. Wir sind dann einen Kilometer zurückgefahren zu der Tanke. Sind rein und haben mit dem Tankstellenpächter kurz geredet und gefragt, ob er nicht wüsste, wie man an ein Taxi kommt und wir müssen mit den Fahrrädern nach Kaunas. Und er guckte uns an und sagte, ja, nee, da am Busbahnhof sind doch Taxis. Nee, da habt ihr nichts, keinen Erfolg. Ja, dann weiß ich auch nicht. Worauf wir uns dann einfach in der Tankstelle erstmal hinsetzen, aufwärmten, einen guten Kaffee tranken, Trübsal bliesen, unsere Vorräte auffüllten. Als plötzlich Ralf, der gerade am Fahrrad war, was verstaut, reinkam und sagte,
Und Ralf ist echt ein netter, ruhiger Mensch, sagte, Fresse halten, Action. euphorisch und freudestrahlend, das Taxi ist da. Wir gingen alle raus, draußen stand ein weißer Skoda Octavia, alle Türen und Klappen auf, die Rückbank schon umgelegt. Ralf war schon halb zerlegt. Das Falco hat sich ein Auto gemietet. Nein. Der Tankstellenpächter hatte eine Verwandte angerufen, die im Nebengewerbe wohl Taxifahrerin war. Ich glaube, im Hauptberuf war sie Jetpilot. War Jetpilot. Die war so cool. Es war fast neuer weißer Skoda Octavia und wir hatten halt auch auf der Tour nicht so oft die Möglichkeit, unsere Räder sauber zu machen. Und waren ja morgens durch Sand, durch diesen Kies gefahren und es hat noch leicht geregnet. Also die sahen schlimm aus. Die sahen einfach nur schlimm aus. Okay. Das wollte ich gerade eben fragen, weil du meintest, Florian, dass ihr euch aufgewärmt habt. Wie war denn zu der Zeit das Wetter? Also wir haben noch gar nicht über Wetter irgendwie gesprochen. Es war zu dem Zeitpunkt wieder gar nicht so schlecht. Wir hatten die ersten Tage, erster Tag war recht trocken oder war der erste Tag schon? Der erste Tag war feucht. Das war so ein bisschen regnerisch. Genau, dann war halb feucht. Trocken. Ja. Ja, war der trocken? Der dritte war saukalt und nass. Nass? Nee, nass war es gar nicht. Nass war gar nicht. Nur immer kalt. Das war kalt, kühl. Genau. Du siehst, wir können es an nichts erinnern, richtig. Ja, ich merke auch schon, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr alle zusammen weg waren. Nein, es war aber echt, vom ersten Tag abgesehen, war es trocken, komplett. Es war windig, es war kühl. Wir hatten, manche würden sagen kalt. Wir hatten aber Glück mit dem Wetter. Mhm. Auch wenn es, also ein Tag, die alles andere war. Also sagen wir, es war mittel das Wetter, also mittel gut. Ja, also die entsprechende Erwartung für Mai war es wirklich kalt. Ja, also es war wirklich, also Harald darf man ja nicht fragen, weil Harald friert einfach nicht. Also das ist auch 6 Grad und dann fährt er immer mit seiner kurzen Hose rum und sagt, nee, mir ist nicht kalt. Ich hatte nur die kurze Hose. Also du hattest die nur mit. Also ich kann mich erinnern, dass ich mehrmals dachte, verdammt, warum habe ich nicht mein langes Wintertrikot mit, weil mir echt kalt war auf dem Rad. Also, aber je weiter wir nach Osten kamen, desto schöner wurde es eigentlich. Und desto wärmer wurde es. Und windiger, ja. Die Octavia Jet-Pilotin. der Tankstellenpächter stattete uns dann auch noch mit alten Pappen aus, die er auch irgendwo gelagert hatte in dem Lagerraum, womit wir dann den Skoda ein bisschen geschützt haben. Und es war aber schon relativ knapp, dass wir den, auch einfach aufgrund der Entfernung, dass wir den Bus noch kriegen, den wir ja schon gebucht hatten, und das der einzige war, der auch an diesem Tag Fahrradfahrer mitgenommen hätte nach Riga. Wir sind erstmal einfach alles rein. Wir saßen vorne Ralf mit Gepäck auf dem Schoß, hinten Miriam und ich zusammen auf einem Platz, die Räder neben uns, Gepäck auf uns drauf. Anschnallen war nicht mehr, wir fuhren los. Begannen dann so langsam einen Dialog mit unserer Chauffeurin. Wo dann plötzlich klar war, nee, Englisch nicht, auch sonst nichts und dann ja Ruski. Und wo dann Rick ja schon sehr erfolgreich die Tage zuvor immer seinen Google Translator bemüht hatte, sprach ich dann einfach rein, wir würden gern den Bus um, ich weiß nicht, in einer Stunde 12 Minuten in Riga bekommen. Kaunas, genau, nach Riga. Google übersetzte. Sie möchten diese Zigarre nicht kaufen. Google übersetzte wohl korrekt. Sie sagte nur, aha. Und in dem Augenblick ging ihr Fuß einfach Richtung Bodenblech. Und von einer Fahrt wurde ein Flug. Wir mussten noch ein bisschen navigieren und waren dann wirklich statt laut Google Maps 12 Minuten im Verzug, hinterher 20 Minuten plus. Wir konnten noch Bier einkaufen, damit wir auch auf der Fahrt gut verpflegt waren. Ich muss sagen, das Faszinierendste, da muss ich einfach unterbrechen, fand ich, dass du ja im Prinzip dein Telefon mit Google Maps an Ralf nach vorne gabst. Sie guckte immer wieder drauf, rief noch eine Freundin an, die aus dem Englischen übersetzte. Sie sprach dann mit Ralf, während Ralf ihr immer wieder das Telefon hinhielt. Und wir dachten auch, als sie mit Vollgas auf eine Linksabbogerspur fuhr, nein, wir müssen geradeaus, sagt Google Maps. Sie strahlte, nee, alles gut, alles gut. Links war halt grün. Und im letzten Augenblick zog sie dann auf die Geradeausspur, die in dem Augenblick auf grün umsprang. So, okay, wir mischen uns nicht mehr ein. Die war toll. Und machte auch noch gute Musik an. Ich fuhr einmal, nur als kleine Anekdote mal von mir, dass ihr auch durchatmen könnt. Ich fuhr mal mit einer englischen LKW-Fahrerin
Die mit dem einen Seite telefonierte sie, mit der anderen Seite rauchte sie und fuhr darin einen 38-Tonner rückwärts in eine wirklich sehr, sehr schmale Straße rein und beschimpfte noch Leute währenddessen durchs Fenster. Da dachte ich mir auch, Hut ab. Also so, ich würde gerne mal so Auto fahren können, wie diese Dame es konnte. Vielleicht sollten wir das Autofahren auch den Damen überlassen, wie vieles andere. Ihr kommt an den Riga. Wie viele Kilometer waren es von da aus noch bis zum Ziel? 400, glaube ich. Ja, sind 400. Dann ja. Entspannte zwei Etappen, ja. Also, und die wolltet, und habt ihr dann in zwei Etappen runtergerissen? Ja. Boah, ich meine, nach 8 Tagen im Sattel, nochmal 2 Tage mit 200 Kilometern muss man auch erstmal fahren. Ja, aber die waren dann wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr entspannt. Also, den nächsten Tag sind wir losgefahren, gut aus Riga rausgekommen. Dann fuhren wir dummerweise, weil die Straße auch etwas stressiger war vom Verkehr her, auf eine ausgeschilderte Radreiseroute, worauf wir in einer Baustelle landeten. Und da war kein Weiterkommen mehr. Und ich glaube, irgendwie 3 Stunden später, morgens um 10:30, standen wir am Strand und haben nochmal einfach zum Frühstück ein Bier genossen und aufs Meer geschaut und mit Verwandten telefoniert. Das war dann wirklich, die nächsten Tage waren wirklich sehr entspannt. Okay. Dann hattet ihr auch das Urlaubs- und Gourmet-Feeling, was ihr wolltet oder was ihr dadurch dann, für das ihr euch entschieden habt. Genau. Also alles richtig gemacht. Ihr kamt dann irgendwann an, an einem vereinbarten Ort, wo ihr dann auf Teamspeed getroffen seid. Nein, zuerst war Ingo ja an unserem Etappenzielort Kalamaya angekommen, der ja sich von Christoph einsammeln lassen hat und dann mit dem Zug oder mit dem Bus weiter ist nach Thailand. Der hat euch schon mal das Tischlein gedeckt. Der hat schon mal ein Hotel gebucht, organisiert, schon mal die Gegend erkundet, wo man dann nach Ankunft schön ein Bierchen trinken kann. Wir kamen entspannt an um, ich weiß nicht, 17 Uhr? 18 Uhr oder sowas. 18 Uhr, ja. Also Freitagabend war Zielankunft, darum ging es. Freitagabend sollten alle irgendwie in Tallinn einlaufen. Ingo war halt Donnerstagmittag raus, da ließ er sich irgendwie einsammeln von Christoph und war dementsprechend, dann landete er schon irgendwie in Estland und war halt Freitagmittag irgendwie oder um 14 Uhr irgendwann schon in Tallinn angekommen. Hatte dann halt netterweise gleich das Hotel am Hafen klar gemacht, war stolz wie Bolle, weil das direkt gegenüber vom Anleger lag. Und ja, ihr seid dann 17, 18 Uhr angekommen. Und der Rest, wir sind dann irgendwie 22, 23 Uhr irgendwann so um den Dreh irgendwie auch eingelaufen. Also so im Nachhinein finde ich das auch immer noch unfassbar, mit wie wenig Abstand wir dann irgendwie alle angekommen sind. Das war sehr, sehr cool. Machen wir den Cut, springen 4 Tage zurück und schauen auf TeamSpeed. TeamSpeed, ja, finde ich gut. Speed? Naja, Speed, Speed war jetzt nicht, es war Strecke. Also wir haben 300 Kilometer mehr oder so irgendwie, glaube ich, irgendwie gemacht. 370, also 1500 habe ich hinterher auf der Uhr gehabt. 1500 habt ihr auf der, ja, wir haben 1860 Kilometer. Also und ich habe zu Hause, ich habe dann mit Anfahrt und eben noch der Fahrt von Travemünde nach Hause, habe ich die 2000 ziemlich genau geknackt. Hast du? Ja. Ja. Also, ihr hattet die Entscheidung getroffen, euch zu trennen. Und Team, ich nenne es jetzt Team Speed, nennen wir es Team Distance, nennen wir es die, die den Urlaub nicht nötig haben. Die anderen. Die anderen. Die anderen sind dann morgens los. Ja, und genau. Wie hattet ihr dann geplant? Weil ihr hattet dann ja 2000 minus 850 ist ja einfache Mathematik eigentlich, dass ihr noch 1150 Kilometer fahren müsst. Ja, so in etwa war das, ja. Durch 4 macht einiges am Tag. Einiges am Tag, ja, genau. Also wir sind, ich habe das hier aufgeschrieben, wir sind am Tag 5 271 Kilometer gefahren, an Tag 6 200 Kilometer gefahren. Das hatte Gründe, zu denen kommen wir gleich noch. An Tag 7 200 knapp 50 Kilometer und an Tag 8 286 Kilometer nach Tallinn. Mhm. Ja. Das ist eine Menge. Ja, gerne, Carola.
Ja. Also, weil wir haben einen absoluten Masterplan zwischendurch entwickelt, als wir dann auch in der Vierergruppe 62 kleine Gespräche während des Fahrens hatten und auch jeder sich seine eigenen Gedanken gemacht hat. Und dann hatten wir an einer Stelle beschlossen, der Masterplan, Harald hat ihn vorgeschlagen, wir hatten ihn aber vorher auch schon im Kopf, dass wir am 6. Abend relativ früh ins Hotel einkehren und mal so richtig ausschlafen. Also auch so bis um 8 Uhr oder so ausschlafen. Weil wir dann, also weil wir schon wussten, dass es zeitlich knapp würde und wir auch alle sagten, wir können ja auch mal eine Nacht durchfahren. Und das war der Masterplan. Also dann wirklich mal richtig ausgeschlafen, dann den Tag starten, die Nacht durchfahren, weil wir ja sowieso eine Nacht irgendwie für 5 Stunden im Hotel zu verbringen, ist irgendwie auch Verschwendung. Haben wir gesagt, okay, dafür stattdessen einmal richtig ausschlafen, einen Tag fahren, eine Nacht fahren, noch einen Tag fahren und dieses ganze aufgestaute Kilometer Schulden wieder abbauen. Das war der Masterplan. Ich hab irgendwie vergessen, warum es nicht geklappt hat, aber es ist grandios daneben gegangen. Masterplan, also ihr spart euch das Hotel, ihr seid Team Sparfuchs vielleicht, ist das Richtige? Warum ist es deiner Meinung nach gescheitert? Oder was heißt gescheitert oder anders gelaufen? Naja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, also wie Harald schon sagte, dass dieses ganze Unterfangen war schon einigermaßen ambitioniert und latent irre mit so vielen Leuten. Und insofern weiß ich ja wahrscheinlich selber irgendwie so ein Masterplan. Obwohl ich habe mich auch wohlgefühlt mit dem Plan, weil ich wusste, der Harald hat sehr viel Erfahrung, Carola als Mathelehrerin, das zusammen, er kann einfach nur einen guten Plan ergeben und rein theoretisch verschafft das, glaube ich, auch erstmal ein gutes Gefühl. Man fährt los und sagt, geil, wir haben einen geilen Plan, kann ja nicht schief gehen. Also, dass es dann doch ziemlich anders gekommen ist, das konnten wir natürlich nicht absehen, aber wir waren auch Team MacGyver und alles. Also wir haben uns dann so durchoperiert durch die Tage, ja. Ja, besser durch die Tage als durch den Körper. Es scheint mir so zu sein, dass eine Gruppe von 4 Leuten dann vielleicht auch, wenn sie dann auch noch etwas homogener ist, das zeichnet sich ja eine gute Gruppe dann auch aus, dass man flexibel ist und auch reagieren kann. Und dass man ein Plan ist ja nur so gut, wie der Plan B ist, der ihn dann ersetzt. Und wenn das funktioniert hat, ist das ja das Entscheidende und das Richtige. Ja, also ich finde, dass es auch immer wichtig ist. Also wir leben ja in so einer extrem organisierten Zeit mit so vielen Gadgets und mit so vielen Tools und Hilfsmitteln. Aber am Ende ist es wirklich so, du sitzt auf dem Fahrrad und du fährst und fährst und fährst und fährst und du isst und isst und es ist eben halt sehr basic und du musst das eben halt bringen. Also so, egal wie gut dein Plan ist, aber es bleibt eben halt ein Abenteuer und es bleibt echt wirklich sehr viel Sport. Und das ist dann toll. Also es reduziert sich eben halt auf so, also auf wenige Faktoren irgendwie, die funktionieren müssen oder harmonieren müssen, besser gesagt. Und das war bei uns, also bei uns Vieren und zum Schluss dann also zu dritt, echter Fall. Also das hat echt super, super, super gut geklappt. Ist das Abenteuer bei Langstrecken? Meistens. Also ja, also worauf willst du jetzt hinaus? Also naja, also ganz ehrlich, irgendwann, wir haben uns zwischendurch auch irgendwie, das war unangenehm dann. Also irgendwie, wir haben... Aber nur einmal, ne? Einmal war ernsthaft unangenehm, das war scheiße. Aber das war auch irgendwie vollkommener Wahnsinn halt irgendwie. Das, was eben auf so einer Tour passiert, was du halt nicht weißt, wenn du in Gegenden fährst, die du nicht kennst, wo du nicht warst, wie sich alles entwickelt, das ist halt irgendwie keine Bahn mit 250 Metern, die du irgendwie immer im Blick hast und die sich nie verändert. Du weißt halt nicht, was passiert. Und wenn du dann irgendwie unterwegs anfängst, wir hatten ja eigentlich einen halbwegs festen Track, den wir fahren wollten. Den haben wir dann irgendwie in Anbetracht der Zeit irgendwann noch versucht, ein bisschen zu optimieren, zu verkürzen. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir eben noch besser werden wollten beim Track. Und dann hatte ich irgendwas rausgeguckt. Und das sah eigentlich perfekt aus. Wunderbar, kann man gut voran. Und dann habe ich irgendwann den blöden Fehler gemacht, bei Google Maps zu weit rein zu zoomen. Und dann war auf einmal ein Teil dieser wunderschönen Strecke rot markiert mit, da stand irgendwas von Straßensperrung. Und ab dann war mal kurzzeitig bei uns dreien Vollalarm. Da haben wir uns irgendwie leicht in die Wolle gekriegt, irgendwie über wie geht man jetzt damit um? Und es war am Ende so banal. Es war total banal. Weil ja, also Straßensperre, was Google einem da irgendwie sagt, war keine Straßensperre. Es war halt eine blöde, banale Baustelle, die wir schon in schlimmerer Art zigfach vorher hatten. Wir
Und wir waren eben zu dem Zeitpunkt, als wir uns da irgendwie darüber in die Haare gekriegt haben, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Ob wir jetzt irgendwie noch irgendwelche Gravel-Strecken dann doch drumherum oder nicht. Oder links, rechts, das wird viel weiter. Und wenn die Straßensperre und alles, Carola will was sagen? Ja, das kam ja auch, weil Team Gourmet ja ständig irgendwelche Fotos und Videos gepostet hat. Bei uns ist es ganz toll, gibt ganz viel Gravel, aber es ist trotzdem super. Und das hat, also eigentlich war das der Punkt, dass ich dachte, wir fahren jetzt hier durch eine stinkende Baustelle, sind genauso langsam wie auf einer Gravel-Strecke zwischen Tannen, duftenden Tannen. Und also das hat bei mir eigentlich so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Wo du das gerade sagst, aber genau, und dann die posteten Gourmet, postete auch immer Essensfotos, während wir, also mit 6, 7 Windstärken, also wir hatten echt so abartigen Gegenwind, also Gegenwind, gegen Sturm besser gesagt, das war schon kein Wind mehr, gegen Sturm. Und dann Gravel, also wer mich kennt, ich bin kein Freund von Gravel geworden und habe dann extra bei der Planung immer geguckt, also möglichst wenig Gravel. Und ich bin noch nie so viel, also so fiese Straßen, also das waren Kilometer bis zum Horizont nur Steine mit dem Rad gefahren. Dann ohne Pannen, also es war dann auch irgendwie so ein Wunder, eine gravierende Panne. Und zwischendurch, also wir haben uns da echt durchgekämpft durch dieses Land. Und dann kam so Essensfotos. Oh, total lecker hier. Und Mutti hat gekocht. So, das war echt lustig. Und Harald hat halt echt super, halt auch improvisiert und was er eben erzählte und war dann ab einem Punkt halt eigentlich auch berechtigt genervt, weil Carola und ich, wir waren halt schon so fuhren irgendwie immer so am Limit rum und waren echt fertig, weil es war dann warm und heiß und weit und so. Und wir haben quasi so erwartet, so, also wenn Harald das schon plant, dann aber bitte schon so, dass da jetzt keine weiteren Verzögerungen entstehen. Was er natürlich logischerweise nicht konnte, aber wir waren eben halt schon so am Punkt, da waren die Nerven so ein bisschen blank und so, aber das hat sich dann nach 2 Stunden und einem Eis an irgendwo in der Wildnis, an einem kleinen Stop, hat sich das dann auch alles wieder beruhigt. Ja, das gehört auch irgendwie. Wir haben uns dann wieder vertragen. Dazu, und das ist ja eine Geschichte zum Erzählen. Das ist ja total cool. Und ihr kennt euch ja, glaube ich, auch, wie ich das jetzt so zwischen den Zeilen lese, lang genug, dass bei euch dadurch keine ernsthaften Animositäten entwickelt haben. Deswegen sitzen wir ja immer noch hier zusammen. Ja. Ja, auch. Also auch du kennst dich erst dann richtig gut, wenn du so eine Reise gemeinsam unternommen hast. Ja, schon, kann man sagen. Wenn du eine Radreise oder eine Reise? Eine Reise. Also wenn du jemanden kennenlernen willst, dann unternehmen mit ihm eine Reise, eine intensive Reise. Ob das Wandern ist, ob das Radfahren ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich war überrascht, wie wenig, also wir waren so intensiv mit Radfahren beschäftigt. Wir hatten keine Zeit, uns zu streiten, ne? Ja, es blieb eigentlich relativ wenig Zeit, um irgendwie mit Leuten ernsthaft irgendwie jemanden sehr viel besser kennenzulernen. Also ich habe jetzt natürlich gab es ein paar Momente, wo ich so dachte, okay, nett, hat man mal noch ein bisschen sich ausgetauscht und irgendwie Neues erfahren, aber das war lange nicht so viel, wie ich eigentlich irgendwie nach so einer Tour mir im Vorfeld vielleicht erwartet hätte. Aber ich glaube, das ist einfach eine andere Qualität. Also du hast die Menschen auf dem Rad anders kennengelernt, wie sie reagieren, wie jemand irgendwie unter Stress vielleicht reagiert, wenn er keine Lust hat oder sonst irgendwie. Das Drumherum, also ich weiß jetzt nicht bei jedem, wie es bei ihm zu Hause aussieht, was er komplett beruflich macht und so weiter, aber es ist fürs Radfahren ja auch nicht wichtig. Nein. Ich weiß, möchte ich mit demjenigen nochmal Radfahren oder nicht? Das war auch jetzt nicht irgendwie so, für mich war es nur überraschend, also ich dachte einfach, wenn ich 10 Tage mit jemandem irgendwie so intensiv rund um die Uhr wirklich komplett zusammenhänge, dass dort sehr viel mehr irgendwie noch Privates irgendwie rumkommt, das war aber gar nicht so viel. Naja, ich meine, aber ehrlich gesagt war es auch so, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13 Stunden Fahrrad gefahren, sind dann irgendwie in irgendeinem Ort angekommen und abends, es war meistens sehr spät, also das Team MacGyver Speed, wir fahren das irgendwie jetzt diese Strecke und das waren dann, naja, so Primärbedürfnisse, also schlafen, essen, duschen, so und dazwischen noch ein paar Witze reißen und so und dann, naja, also da war auch war jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit, wobei, also ich fand es auch schön, also auch diese Nähe zu haben, weil mein Eindruck ist, je länger man unter solchen extremen Bedingungen zusammen ist, desto mehr entblättert man sich, also man die Hüllen wirft man so ab, so die man so im Alltag hat, und man sieht eben halt so den eher den puren Menschen und das, also fand ich
auch sehr, sehr positiv. Also es war auch eine angenehme Erfahrung. Eine Randerscheinung des Stockholm-Syndroms. Ja. Wobei, also für mich das Überraschende war, ich habe nach dieser Tour, zwei, drei Wochen hing mir diese Tour immens nach. Das habe ich noch nie im Leben so intensiv gehabt. Ich habe die Tour vermisst. Die Leute vermisst, das Fahren vermisst, das Wegsein, das on the road sein irgendwie. Da fehlte mir echt richtig was. Das habe ich geistig, körperlich gespürt. Das war eigentlich scheiße, aber scheiße und schön. Total intensiv. Also so gesehen, die Tour hat natürlich eine Menge irgendwie mit mir gemacht unterwegs. Da ist immens viel passiert. Können wir das vielleicht nochmal, diesen Punkt ans Ende setzen, weil ihr seid ja noch nicht angekommen. Ihr habt ja jetzt den Tag 5 und 6 mit diesem wahnwitzigen Plan, der dann nicht aufgegangen ist, wie gedacht. Wie waren denn die letzten zwei Tage? Vielleicht können wir das noch, um dann so ein bisschen... Das, was du gerade gesagt hast, Harald, war super, aber würde ich gerne dann nochmal so ein bisschen hinten anstellen. Diese letzten zwei Tage mit Zeitdruck vielleicht, mit ja immer mehr schwindenden Kräften und alles, wie waren die? Ja, die waren super, also die waren schon echt sau anstrengend. Also Tag 6 war, also nachdem ja ich ja als Pannkönig, der goldene Schlauch, und Trackplaner mit Kevin zusammen sind wir in so ein Gravel und nachher so Sandwüstengebiet gekommen und haben uns da, und Gegenwind war auch, also von allem etwas, und haben uns da durchgekämpft, und bei einem Anstieg ist mir das kleine Kettenblatt gebrochen, also es machte nur Kränk und mein Fahrrad blockierte komplett, und wir standen da also im Nichts und ich mit dem gebrochenen Kettenblatt, und das war echt so der Moment, wo ich dachte so, jetzt reicht's echt komplett, so jetzt ist Ende. Aber mit Kabelbinder und richtigem Werkzeug haben wir also das kleine, völlig durchgebrochene kleine Kettenblatt da rausgefummelt und das große Kettenblatt mit Kabelbindern und Restschrauben irgendwie an der Kurbel fixiert, was auch irgendwie, also nachher irgendwie so wortlos und so, wir haben das einfach gemacht und durchgezogen, und nach 2 Kilometern habe ich festgestellt, jetzt knarzt da gar nichts mehr, Ast rein, lass weiterfahren. Und das war so schon irgendwie echt, ja, so irgendwie so exemplarisch für die Tour. Wir haben uns da so durchgearbeitet, und das hat gut harmoniert, und da waren jetzt keine Wutanfälle oder, nee, wir haben es gemacht, und das... Ja. Aber genau so geht es ja auch nur. Also du bist da unterwegs, irgendwo in wenig besiedeltem Gebiet. Dir bleibt nicht viel übrig. Also ich meine, unsere Erfahrungen mit Fahrradläden irgendwie im Baltikum sind, naja. Also du hast eh kaum Chancen. Also deswegen, gibt es quasi nicht, du kannst nur irgendwie dich da durchschlagen, kannst versuchen, das Beste draus zu machen. Und wir haben verdammt Gutes draus gemacht, vor allem dabei, mit den paar Pannen und was da irgendwie so schlecht lief. Und letztendlich haben wir es halt auch so mit dem Fahren und dem Vorankommen und den Unterkünften irgendwie gemacht. Ja. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, irgendwie auf Strava an dem einen Tag auch irgendwie mal ausnahmsweise mal irgendwie auch irgendwie... Kommen geholt? Nein, kommen glaube ich nie. Das kriegt immer Carola und andere. Aber wir waren spät dran für eine Unterkunft, und ich hatte geguckt, wir hatten geguckt, der Supermarkt, also die einzige Nahrungsquelle war ein Supermarkt, und dann bin ich irgendwie so Time-Trial-mäßig vorausgefahren, wie ein Beschränkter irgendwie, und habe beim ortsansässigen Supermarkt noch für die anderen noch Sachen eingekauft, während die dann schon unser Zimmer eingecheckt haben und kamen dann irgendwie mit 3 Tüten. Nee, Harald musste mir noch helfen, und haben dann ein unfassbar großes Essen verzehrt. Und also das war der erste Tag, und am Tag 7 sind wir dann nach durch 248 Kilometer nach Riga, durch Riga durch und nach Saukrasti in das Lettland, ne? Das in Lettland. Also so ein wunderschöner Badeort an der Ostsee. Übrigens total gaga, diese Tour. Ich habe mich unfassbar gefreut, dass ich nach 25 Jahren wieder nach Riga komme. Was wir gemacht haben, wir sind nach Riga reingefahren, haben ein unfassbar lustiges Video am Ortsschild von Riga produziert.
können wir noch verlinken irgendwo. Haben uns jeder Link, den ihr mir schickt, wird gerne dort eingefügt. Dann haben wir uns zu dritt in diesen unfassbar überheizten Hessburger gesetzt. Ach ja, genau, Hessburger, ja. Oh, ja. War das. Also das waren unsere Gourmet-Eskapaden, waren echt wirklich in der Tankstelle. Tankstellen mit eingeschweißten, ich habe die irgendwie in meinem Blog Weltraumhörnchen genannt, so eingeschweißte mit irgendwelchen Füllungen. 4 Jahre alt. Und also Hessburger war eigentlich schon in der Gourmet-Skala, war das schon relativ weit oben. Also relativ weit oben, ne? Ja. Aber warum der Hessburger? Warum nichts Ordentliches? Ja, weil es gab da nichts und wir hatten Zeitdruck. nee, das war anders. Wie? Das war der Ortseingang von. Wir sind einfach gefahren, wir hatten überhaupt nicht verabredet, dass wir zum Essen fahren. Und Harald ist eigentlich der Typ gewesen, der immer sagte, naja, bevor jemand eine Einzelentscheidung trifft, muss man das vorher in 62 Einzelgesprächen auf dem Rad besprechen. Und wir hatten überhaupt nichts besprochen. Wir hatten gesagt, wir fahren jetzt durch Riga durch. Und es war irgendwie 100 Meter in Riga drin, kam dieser Hessburger und Harald winkt nach rechts ab und fährt rein. Absolut unabgesprochen. Und aber in dem Moment, als wir vor diesem. Toilette und so? Nee. Ja, Toilette. Ich hätte ja auf die Toilette gehen können. Ja, natürlich, ich wollte. Aber, haben dann plötzlich alle gesagt, ja, natürlich wollen wir jetzt hier Burger essen. Obwohl das überhaupt nicht so geplant war. Aber wenn man schon mal steht. Ja, natürlich. Das war natürlich. Oh, genau. Carola meinte, ja, genau, das ist auch so eine Taktik, so in Teams irgendwie sich immer zurückzuhalten und sagen, ja, gut, wenn ihr jetzt unbedingt Pause machen wollt. Dann, obwohl man schon super tierischen Hunger hat, aber man hält sich dann so lange, man will nie der Erste sein, der irgendwie sagt so, ja, ich muss unbedingt mal Pause haben und in einem überheizten Hessburger sitzen, wo irgendwie ein Kind irgendwie auf einem lauten Kinderkarussell irgendwie die ganze Zeit irgendwie fährt, während man irgendwie leckere Burger isst ab. Aber der Sonnenuntergang in Riga und so, das war schon eine wunderschöne Stimmung. Aber nach 25 Jahren, ich habe mich auf diese Stadt gefreut. Und was machen wir? Eben bei Hessburger sitzen, dann kommen wir in die Innenstadt, finden dann noch irgendwie einen Weg, zum Glück die Stadtautobahn irgendwie umfahren, stellen uns einmal mitten auf die Brücke, machen dann super schöne Bilder natürlich, irgendwie kurz mit Sonnenuntergang, das war super. Und 20 Minuten später sind wir aus Riga wieder raus. Zack. Super, fertig. Das war Riga irgendwie. Ich bin froh, dass ich in 3 Wochen im Urlaub da wieder hinkomme. Ja eben, dann hast du noch ein neues Ziel. Also, ja, nach 25 Jahren und 2 Monaten komme ich dann endlich dahin. Das war der vorletzte Tag, das heißt, da war euch aber noch klar, okay, es sind noch 290 Kilometer oder 280 Kilometer auf der Tour. Dann haben wir eigentlich der eigentliche Tiefpunkt, ne? Dein Tiefpunkt. Der Tiefpunkt war, an dem Tag hatten wir dann, saßen wir, genau, das war, du hast ja noch Zeit, Christian, ne? Und von Riga waren es eigentlich noch 400. Ja, wir waren in einem Dorf und wir trinken alle sehr gerne Kaffee. Und ich glaube, ich habe noch nie auf so einer Tour so viel schlechten Kaffee getrunken. Und in so einem total abgelegenen Dorf, totale Stille und Kopfsteinpflaster, so ein rumpeliger Supermarkt. Und vor diesem Supermarkt steht ein super Hightech Lavazza Kaffeeautomat. Und den haben wir also erstmal überlagert. Und ich dachte, du sagst jetzt, keiner hat Kleingeld. Du kommst aber zeitlich total durcheinander, weil das war noch mit Ingo. Das war noch irgendwie. War das noch mit Ingo? Das war noch mit Ingo. Ach so, ja. Weiß ich, weil. Also vergiss den Lavazza Kaffeeautomaten, wobei der auch lustig war, weil der Kaffee war gut. Nee, und dann haben wir genau, also hinter Riga die Unterkunft geplant und wussten aber, wenn wir die letzte Etappe nach Tallinn schaffen wollen, dann können wir jetzt durchfahren, also was wir nicht wollten und auch nicht konnten. Oder dass wir eben halt eine Unterkunft nehmen, die tatsächlich nur für ein paar Stunden nehmen, dass wir nur ein paar Stunden Schlaf bekommen, um dann ganz, ganz früh morgens wieder zu starten nach Tallinn. Und da sind wir dann bei einem lettischen ehemaligen Seefahrer, total witziger Typ. Der hat ein Strandhaus und das vermietet und der war witzig und hat irre lange auf uns gewartet. Wir kamen, glaube ich, wann kamen wir bei ihm an? Um 23:30? Mitternacht kamen wir an. Noch später? Kurz nach Mitternacht. Ja, kurz nach Mitternacht klingelten wir dann und dann stand er da, ja, kam in. Und dann hat er dann erstmal gecheckt, wieso ihr, wie war's, ihr wollt nur 4 Stunden schlafen? Naja, egal, aber ich will trotzdem 50 Euro von euch. Haben wir dann gezahlt. Und haben dann, ja, vier Stunden, dreieinhalb Stunden geschlafen.
um dieses Zeitfenster am nächsten Tag wirklich so zu haben, dass wir die letzte Etappe, nämlich diese knapp 290 Kilometer, irgendwie noch schaffen konnten. Und sind dann nach 3,5 Stunden wieder aufgestanden und aus dem Haus gekrochen. Und dann aufs Rad wieder zu kommen, wie groß war die Freude? Da war Carola etwas müde morgens, wir alle. Es war überflüssig, weil eigentlich hatten wir ja geplant, eine Nacht richtig auszuschlafen, bevor wir so eine kurze Nacht machen. Und wir hatten die Nacht vorher natürlich auch nur 5 Stunden geschlafen, wie es halt so typisch ist. Und dann nach so einer kurzen Nacht nochmal eine extrem kurze Nacht einzuschieben, war total sinnlos, weil wir hätten halt lieber ordentlich ausschlafen können bei diesem netten lettischen Seefahrer. Und dann hätten wir die letzte Etappe vielleicht bis weit in die Nacht reingezogen und wären nicht um 10 Uhr da gewesen, aber es wäre eigentlich total egal gewesen. Aber wir hätten wenigstens ausgeschlafen starten können. Also einmal auf einer Radreise ausgeschlafen starten. Das wäre ein Traum, ne? Und du meinst, statt 3,5 Stunden Schlaf, Es waren keine 3,5 Stunden, es waren höchstens 3 Stunden. Wir waren 3,5 Stunden in diesem Laden drin und man musste irgendwie noch... es waren weniger. Also du meinst, statt drei Stunden 7 Stunden schlafen und stattdessen nicht abends um 10 ankommen, sondern nachts um 2. So wäre dein Plan gewesen. Ich finde auch 7 Stunden nicht ausschlafen. Ich dachte auch mal 8 Stunden schlafen vielleicht oder 9. Bei Rechnungen musst du auch immer noch andere Sachen beachten, wie bist du ausgeschlafen, ausgeruht? Auch klar im Kopf, fährst du viel effizienter? Ja. Und kommst auch viel besser voran. Ich glaube, was für uns aber trotzdem super war, weil zu dem Zeitpunkt sind wir auf die beliebte A1 gefahren. Oh ja. Und also Team Gourmet hat die A1 gehasst und ist ja irgendwie von der ganz schnell irgendwie weggebogen, weil halt tagsüber viel LKW-Verkehr, ganz wenig Platz, enges Überholen. Und wir sind auf der halt morgens um 4 relativ entspannt rumgecruised. Also das war der Vorteil. Du definitiv nicht entspannt. Ja, natürlich warst du nicht entspannt. Du kannst dich aber eh nicht dran erinnern, was du da gemacht hast. Oh, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo gleich rausgeschnitten werden muss. Nein. Habt ihr die Tiermarke schon gesetzt? Nein, alles gut. Aber ein ganz großer Vorteil von einer Gruppe ist auch immer, wenn du stehst irgendwo und denkst, scheiße, jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Mein Kettenblatt hat nur noch eine von 5 Schrauben und ich kann ja gar nicht mehr fahren. Und hier in der Pampa gibt es sowieso keine Radläden und schon gar keinen, der meine Kettenblattschrauben hat. Und 5 Minuten später kommt irgendeiner auf die Idee, mit einer glorreichen Idee mit Kabelbindern oder auch gleich danach, und verbreitet gute Stimmung. Und diese gute Stimmung, dieses im Kopf, fährst du so eine Tour. Nein, die fährst du gar nicht unbedingt mit den Beinen. Klar, es ist auch eine körperliche Herausforderung. Aber der Kopf entscheidet, oder nicht? Auf jeden Fall. Also, wobei man auch wissen muss, also Florian ist, glaube ich, auch echt einer der stärksten Fahrer, die ich kenne, und auch konditionsstark, der kann das locker fahren. Bei uns dreien, also bei Carola, bei Harald und mir, wir hatten schon Bock, wir waren schon motiviert, aber diese letzte Nacht war schon echt hart, also weil sie eben halt zu kurz war und wir waren echt alle müde und dann merkten wir, oh, Carola ist noch ein bisschen müder als müde war nicht so gut gelaunt. Obwohl, es wird auch einen Film geben, also Kalamaya wird einen Film geben, da wird sehr lustige Szenen geben, glaube ich, also die Schlüsselszenen oder Momente, die genial sind, die das nochmal einfangen, also diese Müdigkeit. Aber das hat sich dann gegeben, also irgendwann bist du wach geworden, ne, oder? Ja. Irgendwann bin ich wieder wach geworden. Ja, also wir waren genau in einem Münchhausen, wir sind an einem Münchhausen-Museum, da kann ich mich doch erinnern, völlig bizarr morgens, und Carola stand da und ihre Körpersprache sagte, euch alle, ich hasse euch, ich habe keinen Bock mehr jetzt. Ich will schlafen. Und aber und da sind hier bei 4 Grad sofort bei Münchhausen und da. Im Münchhausen-Museum irgendwo. Aber da sind wir dann raus, sind dann auf die Eurovelo-Route. Also da muss man auch sagen, Wahnsinn, da steht Eurovelo-Route. Aber das ist quasi eine Autobahn, auf der es erlaubt ist, irgendwie Fahrrad zu fahren. Und sind dann da zu dritt lang gefahren. Also das war schon gewöhnungsbedürftig. Wobei nach ein paar Stunden habe ich gedacht,
irgendwie hat uns aber nie irgendwie wer so richtig haarscharf überholt. Vielleicht so ein, zwei, aber sonst haben die alle, fand ich, doch sehr, sind die in sehr weiten Bögen irgendwie um uns rumgefahren halt, ne, ja, oder? Also das Problem an der A1, fand ich, war überhaupt nicht der Autoverkehr, wobei ich sehr empfindlich gegenüber Autos bin, aber es war einfach die Aussicht, jetzt für 2 oder 3 Stunden ohne Kurve, ohne einen Höhenmeter einfach nur geradeaus zu fahren und ohne Abwechslung, was die Flora und Fauna betrifft. Also das Interessanteste war noch ein Schild, Achtung Elche, aber die Elche kamen nicht mal. Und ansonsten gab es nur Tannen, die sahen auch immer gleich aus. Ja, es gab einfach nichts zu gucken. Ja. Ja, nichts zu lenken, nichts, also es gab nichts zu tun, also außer halt ein bisschen treten. Aber es war sehr, sehr. Ich fand übrigens in den 8 Tagen Tour, so was Verkehr anging, total entspannt. Also irgendwie, wurde überall geheizt, die fahren alle total schnell, aber es ist immer genügend Platz gewesen. Ich habe eigentlich keine ernsthafte kritische Situation erlebt. Wenn sie überholen konnten mit ausreichend Platz, haben sie es immer gemacht. LKW, PKW, vollkommen egal. Ja, also von daher, ich fand das insgesamt Polen und Baltikum sehr entspannt zu fahren. Das ist im Arbeitsweg in Hamburg auf jeden Fall mehr Stress. Ja, ja, definitiv. Selbst in Litauen ist uns das in einem kleinen Dorf passiert, dass uns ein LKW entgegenkam. Wir fuhren schon ganz an den Straßenrand und der fuhr fast ins Feld durch Schlaglöcher, um uns auszuweichen. Mhm. Ja. Unglaublich. Also wobei, bei der Gravel of the Devil Passage, also mit 7 Windstärken und das war so weißer Stein, so staubig. Und da sind die, Esten, war das in Esten oder in Lettland, dieses Ding? Das war gerade in Lettland. Strada Bianca, wirklich. Mhm. Da sind also die Autos auch lang geheizt, aber die sind ungebremst, wirklich mit 100 Sachen durch den Schotter gebrettert. Und ich sah immer nur, Carola war da mal vor mir und Harald oder Ingo oder so, und die verschwanden in einer gigantischen weißen Staubwolke. Ja, aber komm, das waren 20 Kilometer, das war lang, das ließ sich aber relativ gut fahren für Leute, die keine Nackenprobleme hatten. Hallo Ingo. Ansonsten waren das irgendwie 6 Autos. Hallo Harald hatte aber auch 650 B-Felgen und die breitesten, fettesten Reifen und ist da so rübergeflogen über den Schotter, während wir da irgendwie so rumgekrätscht sind. Ja, wie heißt das so schön? You came with a knife to the gunfight. Ich könnte eine Reifenempfehlung aussprechen. Rick, und ich glaube, mit uns hättest du nicht mehr Spaß gehabt. Wir sind noch mehr Schotter gefahren und noch mehr Sand. Oh Gott, ja. Aber es war schön. Im Übrigen, im Nachgang, was ja total witzig war eigentlich, wir, also Team, die anderen, wir hatten ja zwischendurch auch noch unseren Tiefpunkt. Wir haben ja eigentlich da an dem einen Ort noch überlegt, ob wir nicht komplett aussteigen. Also wir hatten ja eigentlich auch noch den Punkt, ob wir nicht irgendwie Christoph irgendwie... Nein, wir haben mit Christoph angerufen und haben gesagt, dass wir uns abholen lassen. Ach, war das so? Oh, Scheiße. Wann war das denn? Wir doch nicht mehr. Echt? Aber ich habe sogar schon meinen Eltern gesagt, dass wir aussteigen. SMS geschickt, wir haben mit Harald gesprochen, es war alles klar, wir steigen aus. An welchem Tag war denn das bitte? Das war vor dem Lavazza Kaffeeautomaten. Das war so ernst? Da haben wir ein paar Stunden Pause gemacht. Ich habe in meinen Bananen in der Trikottasche gelegen und geschlafen. Ihr habt irgendwie... das beschlossen. War das Tag 6 oder was? Mit Christoph telefoniert. Das war dann Tag 6, ne? Und Christoph hat auch schon das Hotel vorreserviert für uns. Ach ja, stimmt. Und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir abgebrochen, jetzt ist alles entspannt. Und dann sagt der Harald irgendwann, ich will trotzdem noch so viel wie möglich Radfahren. Und ich so, oh nee. Und dann ist beschlossen, wenn wir schon aussteigen, dann gleich richtig. Und jetzt, warum? Christian, du kommst jetzt völlig durcheinander, ne? Ich habe immer gesagt, das ist Track-Fieber, ist das. Ich glaube, ich bin der Einzige, der vielleicht den kompletten Überblick über eure Reise gerade hat, weil ich setze hier die Puzzleteile so zusammen. Ist ja schön, dass ihr jetzt durch euren gegenseitigen Austausch, dass das jetzt in der Sendung passiert, ist jetzt nebensächlich, aber dann mal alle das volle Bild von euren Reisen bekommt. Das ist doch super. Ja, also in der Tat, es war echt, ja, stimmt, war das war am Lavazza-Automaten. Ja, gut. Also ich dachte, er ist abends in dem... Ich weiß, 100%. Bei dem komischen Essen. Ich habe einen Sonnenstich bekommen, so halt. Mit Keramikmessern. Da haben wir dann wieder beschlossen, dass wir Christoph anrufen und sagen, dass er doch nicht kommen soll. Ach so. Das war nachdem wir dann ganz viel Essen hatten und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir doch weiterfahren. Okay. Und dann war es habt ihr vielleicht die Möglichkeit... Und dann haben wir Christoph nicht angerufen, sondern am nächsten Morgen haben wir ihm als Bescheid gesagt. Ich kann behaupten, dass ich mit dieser Entscheidung nie zufrieden war. Gefiel mir nicht.
Vielleicht könnt ihr den Christoph mal anrufen, wie viele Anrufe er in Wirklichkeit in der Zeit bekommen hat. Vielleicht sind da noch so Anrufe, von denen ihr gar nicht mehr wisst. Ich habe noch E-Mails von ihm gesammelt, in denen Christoph also erstmal verstehen musste, warum wir überhaupt so eine Fahrradtour planen. Ich sprach auch mit einer Hotelrezeptionistin in Lettland. Yes, wir kommen mit dem Fahrrad. With a bicycle. Why with the bicycle? Why not with the car? Meinte ich, ja, weil wir sind Fahrradfahrer eben halt und weil wir eben halt auch ein bisschen crazy sind. Und Christoph, der hat auch gedacht, so ein bisschen bescheuert seid ihr schon im Fahrrad auch auf so Straßen zu fahren, die er kannte und die wir dann versucht haben auch so auszublenden. Aber stimmt, du hast recht, vielleicht sollten wir Christoph auch nochmal fragen. Ihr seid dann am Ende am Tag 8 angekommen. 11 Uhr habe ich jetzt so in Erinnerung. Ja, so 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr waren wir dann im wunderschönen Tallinn. Die anderen waren am super Location ausgesucht, am Hafen. Da haben wir dann... An der wir locker mal vorbeigefahren sind. Obwohl wir den Standort geschickt haben über WhatsApp. Ja, aber wir waren schon so, wir waren schon ein bisschen verpeilt. Und dann kriegen wir irgendwann eine Nachricht von Falco, so, ihr wart doch schon da mit euren Spots, warum seid ihr wieder weggefahren? Und wir so, oh, wir müssen wieder zurückfahren. Aber wir waren noch nicht genug Kilometer. Irgendwann da. Ja. Und haben ein Zierbier getrunken. Es war natürlich irgendwie komplett surreal. Wir haben dann auch unterwegs in Tallinn noch ein Paar getroffen, ein junges Ehepaar, sie aus Tallinn und er aus Australien und waren da so am Quatschen und so. Und es war so ein tolles Reisegefühl irgendwie, also einen langen, langen Weg gehabt zu haben, fast 2000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren zu sein. Und dann kamen wir an, also das war schon, ja, war sehr surreal, aber war auch sehr, sehr schön und war eine schöne Abendstimmung, das Wetter war perfekt und es war halt so verdammt gut, weil wir wussten so, wir haben das geschafft, wir sind im Zeitplan, das heißt, wir würden die Fähre auch bekommen und die Rechnung war auch irgendwie aufgegangen, wir wussten, alle sind da, die anderen, Team Gourmet war auch happy, alle waren gesund und also leider bis auf Kevin, der eben halt ja früh ausgestiegen ist, waren alle da und das war halt ein sehr, 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 sehr cooles Gefühl. Wie ging der Morgen danach? Also wie wacht man dann auf? Also suchst du ein Rad und will losfahren? Ja. Harald? Dich halte ich jetzt als Ersten für so einen Kandidaten. Ich war gerade kurz draußen, aber nochmal die Frage, ging jetzt in die Richtung... Ich glaube, ich kann das für Harald beantworten. Ja. Also das Schöne war, wir hatten ja die Rückfahrt auf der Fähre und waren dann auch ohne irgendwelchen Empfang und waren wirklich abgeschottet von der Außenwelt und konnten nur schön runterkommen. Aber die Woche da drauf, also ich kam ins Büro und saß dann in einem super wichtigen Meeting mit super wichtigen Managern und es war alles super wichtig und ich dachte nur, wie trivial ist das hier alles und es war alles so nebensächlich, weil es fehlte irgendwie dieses Radfahren. Und wir hatten ja diese WhatsApp-Gruppe während der Tour und in der Woche danach kamen hin und wieder mal so Nachrichten, wie einfach ad hoc, hallo, ihr da draußen, ich denke gerade ans Radfahren, wollen wir nicht schon wieder los? Und das ist so das, was es so beschreibt. Man war wieder zu Hause, mit dem Körper, aber nicht mit dem Kopf. Man war noch auf Reise. Man war noch nicht ganz wieder im Hier und Jetzt und im Alltag angekommen. Bei mir war es zum Beispiel noch so, ich hatte ja schon im Vorjahr mit dieser Saint-Tropez-Tour irgendwie geliebäugelt, habe mich aber letztendlich wegen der Rückreise dagegen entschieden. Die muss katastrophal gewesen sein, irgendwie halt aus Südfrankreich in einem Transporter hin und her. Die war total super, Harald. Ich bin immer noch froh, dass ich nicht dabei war. Und ich kann ja die Gesichter hier gerade sehen. Die muss super gewesen sein. Nein, und deswegen, ich fand diese Rückreise jetzt eben von Helsinki, 28 Stunden Fähre, ich habe mich so drauf gefreut, ich kannte diese Fähre auch, ich wusste, was mich da erwartet und dachte, wow, es gibt nichts Besseres, 8 Tage auf dem Rad sich irgendwie kaputt machen und dann einen Tag runterkommen, nichts tun können, Entspannung, Bier, Sauna, aufs Meer blicken. Buffet. Also Buffet bis zum Anschluss, ich glaube, die haben uns echt gehasst. Gourmet-Team und so, nein, und freute mich drauf. Und ich habe nach 16 Stunden auf dieser Fähre wurde ich hibbelig.
ohne Ende. Ich wollte wieder irgendwie mich bewegen. Ach, deswegen. Ich hab auf diesem auf der Rudermaschine irgendwie gesessen und am Ende, ich war echt heilfroh, als wir in Travemünde ankamen. Ich hatte halt irgendwie dann die Möglichkeit, eben noch von Travemünde aus wieder nach Hause mit dem Rad zu fahren und habe das so genossen. Also wir wurden dann noch von einem Hamburger in Empfang genommen und Ralf und ich sind dann eben gemeinsam mit Lars wieder noch die 90 Kilometer nach Hause gefahren und das war schön. Also ich war heilfroh, dass ich irgendwie eben keinen Zeitdruck irgendwie verspürte und eben sagen konnte, 2 Stunden mehr oder weniger, die ich Schlaf bekomme in der folgenden Nacht, das ist bei mir relativ egal. Ja. Dass ich einfach noch das war für mich so der richtige Abschluss noch irgendwie, gleich wieder aufs Rad zu kommen. Ja, die Fähre war einfach super. Also Helsinki war auch super. Wir mussten ja noch ein kleines Stück von in Helsinki zu dem Fähranleger, also Finnland fahren, was auch wunderschön war. Also vor allen Dingen also nach so vielen tausend Kilometern dann quasi noch so eine innerstädtische, kleine urbane Tour durch Helsinki. Sauteurer Kuchen im Café Engel. Ich gebe zu, ich habe kurz überlegt, als sie 29 Euro aufkommt für 3 Kaffee und 2 Stück Kuchen. Das ist aber auch welche so eine Währung das gerade ist. An dieser Stelle möchte ich kurz einflechten. Hallo André, schönen Gruß. Kuchen André? Nö, aber egal. Gegrüßt werden. Ja. Das war so, ja, das war ein wunderschöner Abschluss. Und diese Fährreise dieser Fährtransfer von Helsinki nach Travemünde war quasi so die Reise in der Reise. Und ich glaube auch für uns alle dann toll, weil wir sind dann ja alle so zusammengekommen und von allen ist eben halt auch dann so dieser ganze Druck abgefallen. Wir konnten irgendwie halbwegs geduscht und ausgeruht zusammenhängen und ja, ich fand es war ein schönes Community-Feeling irgendwie so zusammen rumzuhängen. Also selbst bei uns in der Kabine irgendwie wie so Straßenbrüder und Geschwister irgendwie hingen wir da rum, irgendwie abgerissen, wie wir waren, aber irgendwie sehr glücklich und diese Fähre hat uns so dann eben halt so nach Hause gebracht, hatte auch Massage an Bord, ich hatte sogar 2 Termine bei Gunnar. Ich fand die super, Carole fand die nicht so gut, aber also Essen, Massage, Bier, Sauna, Schnacken, Sauna, genau. Kann man wirklich jedem empfehlen, also fahrt dahin, Helsinki, zurück nach Travemünde, 230 Euro, Dreierkabine, kann man wirklich nur Finnlines, super Service, ganz großartig, also finde ich wirklich bezahlbares Geld dafür, dass man fast 24 Stunden unterwegs ist. Also 28 und essen kann 8, bis 8, zum 28 Stunden und essen bis zum Anschlag. Dreimal essen gehen mit Fett. Ganz, ganz großartig. Super. Nee, das war es sprach das Tourismusbüro Helsinki. Loch, also Harald hatte ein Loch, was er zu füllen hatte, beziehungsweise war mit den Gedanken gar nicht wieder in Hamburg. Wie ging es den anderen? Also ging es euch, also du hast das eben, Florian, glaube ich, war das schon so ein bisschen angedeutet, Meeting, aber eigentlich alles trivial. Ging das euch anderen auch so, dass ihr, oder anders gefragt, wer von euch hat am nächsten Wochenende am darauffolgenden Wochenende eine Tour von 3-stelliger Kilometerzahl gemacht? Ich muss mal auf Strava gucken. Ja, oder sagen wir eine ausführliche Tour. Ersetzen wir Kilometer durch ausführliche Tour. Ja, also ich glaube wir fahren ja alle doch relativ viel Fahrrad. Ich ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Also ich habe ehrlich, während der Tour gab es so 1-2 Mal bei diesen ganz langen Passagen immer so Momente, wo ich dachte, fuck, wenn ich zu Hause bin, dann freue ich mich erstmal darauf, jetzt irgendwie mal was gar nicht Fahrrad zu fahren oder winzige Strecken. Aber das ist dann abends nach dem Essen und ein bisschen Schlaf, irgendwie sieht das dann am nächsten Tag wieder ganz anders aus. Swift? Nö, aber ich glaube, also nach so einer langen und intensiven Reise, das war schon auf der Saint-Tropez-Reise so, sind so viele Bilder im Kopf und so viele Gefühle und so viele Momente. Also Harald hing ja auch sehr nach und wir beide. Und dass es ein sehr schönes Nachhallen war, aber wie Florian, das kann ich auch nachempfinden, dass man irgendwie in so einer Zwischenwelt steckte. Auf der einen Seite erwartet der Alltag wieder, dass man funktioniert.
Aber man hat eben halt sehr viel erfahren, vielleicht auch über sich selber. Man ist irgendwie so geerdeter, zurückgekommen und ausgeglichener und beseelter. Und dieser Kontrast da mit dem Alltag ist schon speziell. Also manches fühlt sich gut an, aber manches fühlt sich auch nicht so gut an. Also es ist schon ja, glaube ich, so wie viele Weltreisende ja auch erzählen, wenn die dann nach Jahren dann nach Hause kommen und dann irgendwie Integrationsprobleme haben. Also vielleicht ging es uns auch so im Kleinen so, dass man erstmal wieder irgendwie so, oder Miriam? Weiß nicht. Auf jeden Fall. Also die ersten anderthalb Wochen waren absolut surreal. Ich glaube, nicht nur die Kollegen bei mir auf dem Flur, sondern das ganze Haus weiß inzwischen, wo ich unterwegs war, was ich erlebt habe, weil ich einfach noch so in dieser Blase drin war und das einfach im Prinzip alles nochmal so wiedererlebt habe. Und dann mich an jeden Tag wieder einzeln erinnert habe. Das hat echt gedauert, wieder anzukommen. Und ich muss aber auch zugeben, ich hatte am ersten Wochenende gar nicht so große Lust, wieder aufs Rad zu steigen, weil ich jetzt festgestellt habe, ich muss meinen Lenker einfach nochmal anders haben. Und an dem bastel ich jetzt nochmal rum. Ich war zwar inzwischen schon wieder auf dem Rad, aber, also ich meine, gut, ich fahre sowieso alles hier innerhalb von Hamburg mit dem Rad, aber die langen Touren habe ich jetzt noch nicht wieder gemacht. Da hatte ich noch ein bisschen an den Schultern zu knapsen. Da habe ich mich erstmal ordentlich durchmassieren lassen und dann lieber von Carla Meyer noch geträumt. Mich würde interessieren, ich gehe jetzt davon aus und ich greife damit vielleicht die nächste Frage schon vorweg, dass es etwas Ähnliches, vielleicht nicht wahrscheinlich im nächsten Jahr, vielleicht auch erst in 2 Jahren, ne, wollen wir da gar nicht so festlegen, aber ich gehe mal davon aus, dass es in dieser Konstellation oder einer ähnlichen Konstellation etwas Ähnliches wiedergeben wird. Ich frage mich gerade, abgesehen von meinem Trainingszustand, den ich nicht zulassen würde, für wie schwer würdet ihr es halten, in so eine dann ja doch sehr, ich will nicht sagen eingeschworene Truppe, aber eine Truppe, die ja, wie es jetzt von außen wirkt, sehr gut harmoniert und auch Entscheidungen treffen kann. Also ich finde diese Split-Geschichte finde ich super interessant und finde das cool, dass das so funktioniert hat. Ja, also das seht ihr ja selber auch so. Und ich glaube, als Außenstehender, der es währenddessen gesehen hat und mitbekommen hat, und es jetzt auch so erzählt bekommen hat, finde ich das eine Sache, die nicht funktionieren muss. Also das, ich glaube eher, dass so etwas in Gruppen eher auch zu Zerwürfnissen führen kann, als dass es, wie es bei euch so wunderbar geklappt hat. Aber für wie schwer haltet ihr es, dass ein Außenstehender, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich denke mir jetzt einfach, okay, ihr seid in den, wie war das, die erste, in Saint-Tropez in den Süden, dann sagtest du nach Brüggen in den Westen, ihr seid in den Osten, die logische Konsequenz, ich kann mich mit den 4 Himmelsrichtungen noch ein bisschen aus, wäre im nächsten Jahr Richtung Norden zu fahren. Und ich würde sagen, ja, hier, ich fahre mit. Wie schwer glaubt ihr, dass das für jemanden Außenstehenden, der keine dieser 3 Touren bisher mitgefahren ist, da noch reinzukommen oder damit integriert zu werden? Oder da? Also, also sehe ich ehrlich gesagt unproblematisch, weil damals, als wir die Brügge-Tour, die BBB 1000-Tour, wenn man das googeln will, gibt es einen interessanten Film. Wir kannten uns oberflächlich, aber wir kannten uns nicht 1000 Kilometer lang. Und gar nicht. Und das ist auch eine Qualität der Idee, dass sie offen ist, dass sie mitfahren kann. Und war jetzt bei dieser Tour in diesem Jahr der Carla Meyer anspruchsvoller als vorher, weil wir eben halt mehr Teilnehmer waren. Und umso glücklicher bin ich, das Harald hat es ja auch schon gesagt, dass wir Lösungen gefunden haben, also dass die Rechnung aufgegangen ist. Zwischendurch habe ich tatsächlich mal gedacht, wow, würde ich das so in der Konstellation, also in diesem Konzept noch mal so planen wollen. Da war so ein latentes Nein, Jein. Am Ende bin ich glücklicherweise wieder zu dem Punkt gekommen, genauso offen zu sein wie vorher, zu sagen, ja, also es ist ein Versuch. Wenn jeder bereit ist, halt auch dieses Risiko bewusst einzugehen, es vielleicht nicht zu schaffen, irgendwo im europäischen Outback zu stehen und sich ein Taxi oder einen Bus organisieren zu müssen oder nach Hause zu müssen, ohne dass er vorwurfsvoll sagt, ihr Schweine, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich da nie mitgemacht. Und das hat mich auch am Ende wirklich echt sehr erfreut, dass alle, auch Falco oder Ingo, alle sagen, hey, es war
das war so part of the game. Und wir haben das echt gepackt. Also wer so offen ist, und der ist auf jeden Fall logisch immer willkommen. Also wir sind gar kein elitärer Kreis. Nicht falsch verstehen. Ich meine das überhaupt nicht elitär, so im Sinne sich abgrenzend, ne, auf gar keinen Fall. Sondern ich als jemand, der sich dann vielleicht auch zu viel Gedanken macht, würde mir denken, wow, die funktionieren so gut. Vielleicht ist dann auch jemand, der dazukommt, ein Fremdkörper, der dieses... Nee, aber das ist jetzt, glaube ich, auch vielleicht ein falsches Bild von außen. Hm? Und wenn du dieses Bild nicht von innen hast, also mach die Erfahrung einfach. Plane eine Reise, tritt vor die Tür, suche dir Freunde und fahre los. Und dann machst du genau die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise. Ich glaube, es ist auch der Punkt, was Rick schon gesagt hat, ein bisschen offen zu sein. Und wir waren ja zu viert, die noch nie dabei waren. Es waren ja Ralf, Falco, Harald und ich, die noch nie mitgefahren sind. Wir kennen euch natürlich alle, sind schon irgendwie mit euch gefahren, auf welche Art und Weise. Und haben natürlich viel von diesen Reisen auch schon gehört. Und es war klar, worauf wir uns einlassen. Wir haben das Ziel Kalamaya, müssen da irgendwie ankommen. Und wollen das gerne gemeinsam tun und haben uns auch alle irgendwie auf die Fähre gefreut. Und dann findet man Lösungen. Und wenn es die Lösung ist, dass wir uns mittendrin halt aufteilen und kommen dann aber trotzdem an und freuen uns, wenn wir uns in Tallinn wiedersehen und dass wir gemeinsam auf die Fähre gehen können. Mhm. Also es funktioniert irgendwie, ja. Und ich finde aber auch trotzdem wichtig, also selbst wenn wir natürlich das gemeinsam machen wollen und das Schöne ist, dass man es als Team macht, dass jeder für sich selber ja die Entscheidung trifft und dass jeder für sich selber sagen kann, also für mich alleine kann ich die Tour fahren bis nach Kalamaya, unabhängig von den anderen. Ja. Und ja, ist jetzt schon viel zu lange her. Also eigentlich wollte ich das vorhin schon sagen, aber da bin ich nicht zu Wort gekommen, schon wieder. Also an diesem Abend, am vierten Abend, als wir beschlossen haben, dass wir uns aufteilen, war es ja eigentlich die große Erleichterung bei allen. Also dass halt diejenigen, die sagten, ich habe keine Lust mehr, so viel zu fahren und so wenig zu schlafen und so schlechtes Essen zu essen, die Erleichterung zu sagen, ich kann das hier sagen und ich kann irgendwie sagen, ich will eine Abkürzung nehmen. Und auch die Erleichterung bei den anderen. Und das, wir brauchten noch fünfmal die Bestätigung. So, ist das okay, wenn wir ohne euch weiterfahren? Ja, es ist okay, ihr könnt vorfahren. Ist das okay, wenn wir zurückbleiben? Ja, es ist okay. Na, und das mussten wir mehrfach bestätigen. Aber danach waren halt alle erleichtert, dass man das wirklich so ausgesprochen hatte und dass halt wirklich dann jeder das gemacht hat, was er selber wollte. Auch wenn wir dann nicht als Team komplett die ganze Strecke gefahren sind. Und das, finde ich, ist irgendwie immer das Wichtigste, so, dass man halt, also das Team ist gut, aber darüber steht für mich halt trotzdem irgendwie noch immer der Einzelne, weil wenn man nicht auf sich selber achtet, ist das Team halt, ist der Teamgedanke irgendwie, ja, geht verloren. Ich hatte das mal in ähnlicher Konstellation, dass ich bei einer Veranstaltung nach 80% nicht mehr konnte und da ein Bekannter von mir stand und der meinte, als ich dann gesagt habe, hier, ich breche ab, ich kann nicht mehr, meinte der auch zu mir, und wir sind schon mehrere Sachen zusammengefahren, der meinte auch, nee, ist gut. Also passt schon, hör auf, brauchst nicht mehr, kannst nicht mehr. Ne, also dass man die Entscheidung, die man selber, aber ich finde es gut, wenn die Entscheidung, die man selber trifft und auch für sich trifft, ne, dann von anderen vielleicht nochmal von außen gespiegelt bestätigt werden, ne, dass das auch wirklich in dem Moment die richtige Entscheidung ist. Aber wie gesagt, das war eben als Kompliment eher an euch als Team, als Ganzes und als, wie soll man sagen, als organischer Körper, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Organen. Aber dieser nicht. Körper existierte halt für diese Tour. Das ist eben vielleicht das Entscheidende dabei. Also diese, es gibt natürlich Leute, die waren jetzt bei jeder Tour dabei, aber es ist eben nicht fix. Also es ist nicht so, dass jetzt ganz klar ist, dass die Neuen, die diesmal irgendwie am Start gestanden haben, nächstes Jahr irgendwie da gemeinsam auf jeden Fall auch zusehen, dass sie da irgendwie hinkommen. Sondern nächstes Jahr kann es eine komplett andere Besetzung geben, wer weiß, was sich alles ergibt, wer Zeit hat, wer Lust hat, wer auf die kommende Idee irgendwie Bock hat. Und dann wird sich was Neues zusammenfinden. Und nächstes Jahr ist es halt auch eine komplett andere Tour. Es ist eben nicht eine feste Reisegruppe, die jetzt irgendwie für das nächste Jahrzehnt geplant hat, irgendwie im Mai immer eine Woche zusammen zu verreisen und keinen von außen neu hinzuzulassen, sondern das mixt sich jedes Jahr neu. Wie die jährlichen Mallorca-Reisen dann, ne? Nein, ja, nee, sicher nicht. Es ist eben kein Trainingslager mit den üblichen Verdächtigen, mit denen man dann immer gemeinsam dahin fährt. Und das ist ganz klar. Und es ist eher eine Ausnahme, wenn irgendjemand nicht kann. Sondern in diesem Fall ist es irgendwann, wird Rick halt eine neue Tour ausrufen und sagen, hör zu, ich habe da was zufälligerweise eine Woche im Mai. Habe ich was vor? Da gibt es so ein komisches Ziel irgendwo. Wer hat denn Bock? Ja, also natürlich werden gewisse Leute sich das besonders überlegen, ob sie es nicht irgendwie hinkriegen,
Das ist ganz klar. Ich glaube, einige werden natürlich besonders angefixt sein. Und ich weiß, erst recht nach so einem Podcast und so, werden jetzt einige Leute da draußen natürlich auch so denken, wow, was habe ich denn nächstes Jahr im Mai vor? Könnte ich nicht vielleicht doch? Das klingt ja verlockend. Ja, ist natürlich herzlich willkommen, logisch. Also, aber was Harald auch sagt oder alle sagt irgendwie so, oder was Carola meinte, das fand ich auch gut. Du bist ein Team, du bist eine Gruppe. Ich habe das irgendwann auch mal so formuliert, als ich darüber nachdachte, so, du bist zusammen, aber du bist auch allein. Und das ist auch ein entscheidender Faktor. Jeder hat sich ja auch irgendwie selber vorbereitet. Also sein Rad vorbereitet, sich mental irgendwie vorbereitet, direkt oder indirekt, sportlich vorbereitet, direkt oder indirekt. Und man sitzt ja auch alleine auf dem Rad. Also man hat ja nicht irgendwie jemanden, der da mittritt oder so. Und das, glaube ich, ist halt auch ein sehr anspruchsvoller Punkt. Also dass man ja auch, ich weiß nicht, vielleicht auch von Zufällen geprägt ist, dass eine Gruppe gut harmoniert, weil auch irgendwie so das Kräfteverhältnis stimmt vielleicht. Aber es können halt so viele Dinge passieren und auf der Tour sind ja eigentlich echt viele Dinge passiert. Also die Saint-Tropez-Tour, die Saint-Mier letztes Jahr, da ist ja eigentlich fast nichts passiert. Wir hatten nur schönes Wetter und sind also fast durchgefahren, also bis auf einen Ausstieg. Und dieses Jahr ist halt echt unfassbar viel passiert, viel passiert. Und wir haben es gepackt. Das ist ein schönes Erlebnis, aber es ist kein Garant natürlich, dass das jetzt bei den nächsten Touren genauso läuft. Also es bleibt eben halt ein Abenteuer und das finde ich auch wichtig. Also dass man, was ich spannend finde, dass man sich eben, wenn man so ein Abenteuer plant, das halt auch so plant, dass es da so ein paar Fragezeichen gibt, die man eben halt nicht mit einer Excel-Tabelle oder sonst wie mit einer super Planung beantworten kann. Und das ist so das Salz in der Suppe. Weil ja wahrscheinlich auch in unseren ganzen Leben, ich schließe mich jetzt mal ein, also in aller unser Leben, so viele Sachen durchgeplant sind, durchgetaktet sind, dass man halt diese Abenteuer vielleicht auch als Ausgleich zu diesem normalen Leben im Mathematikunterricht oder bei der Fotobearbeitung oder, keine Ahnung, im Kundengespräch vielleicht auch als Ausgleich braucht. Ne? Also dass das, was man sich heute sucht, der eine auf dem Fahrrad bei langen Strecken, keine Ahnung, der andere beim Puzzle machen und der dritte beim Fußballspielen oder sonst was. Nächstes Jahr, also wie richtig liege ich denn mit den vier Himmelsrichtungen? Also Norden wäre natürlich eine Vision, ja. Ja. Mehr kriegen wir nicht rausgekitzelt? Oder ist einfach noch nicht? Oder nee, also ich meine, wer mich kennt, der weiß irgendwie, ich halte es eben halt, ich mag es, also ich bin nicht so der Tabellentyp, also ich finde das auch schön, irgendwie so ein bisschen freier zu planen. Also klar, das ist natürlich, es fing an, wir sind nach Westen gefahren, wir sind nach Süden gefahren, wir sind nach Osten gefahren und jetzt mal so deutsch gedacht, müssen wir in den Norden. Tatsächlich ist auf der Tour so der Gedanke entstanden, naja, weil uns halt auch die Tour sehr gut gefallen hat und auch das Land und die Menschen und wir uns, glaube ich, auch in Skandinavien alle ziemlich wohlfühlen, zu überlegen, könnte man daraus was machen. So. Und das ist jetzt erstmal so ein Gedanke, der irgendwo steht. Aber also ob es dann das wird oder etwas anderes oder so, das ist noch nicht entschieden. Es sind halt auch einfach noch 11 Monate. Ja, eben. Das ist einfach lang hin. Da machen wir noch viele andere lustige Dinge vorher, die viel interessanter sind. Also so lange Zeit braucht es halt im Vorfeld auch nicht. Also wenn sich das irgendwie Anfang des Jahres irgendwie langsam sortiert, dann langt das ja auch immer noch. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von der Planung von solchen Sachen. Deswegen, wenn du das sagst. Ja, also es ist schon so, also die Planung für Kalamaya hat schon etwa hat so ein halbes Jahr, etwas weniger als ein halbes Jahr in Anspruch genommen, weil also schon die Vorbereitung, die Tourplanung, die Abstimmung auch mit
mit Christoph das recherchieren, wie sieht das in den Ländern aus? Aber komm, ernsthaft, im Nachhinein, also du hast dir ja ganz viel Mühe gegeben, zum Beispiel irgendwie Etappen zu planen, die ganz schräge irgendwie, aber wir haben es exakt einmal hinbekommen. Du hast 16 Hotels vorher irgendwie rausrecherchiert. Ich weiß nicht, ob du mit denen telefoniert hattest oder was auch immer. Nein, habe ich nicht. Zig Sachen rausrecherchiert. Wir sind exakt einmal an einem dieser Orte tatsächlich auch gelandet. Und der Rest lief letztendlich so, ja, wir gucken mal, wie weit wir heute Abend kommen und wir sind irgendwo gelandet. Das war auf jeden Fall. Und haben immer was gefunden. Das war ja das total Coole. Ich hatte ja im Vorfeld echt Schiss. 9 Leute fahren da irgendwie los und landen irgendwie im Outback von Polen, irgendwo im Baltikum, und dann passieren so Dinge wie, 2 Leute kriegen da irgendwie 2 Betten auf dem Bauernhof, die anderen müssen 3 Dörfer weiter irgendwie übernachten, und dann muss man das irgendwie wieder zusammenkriegen am nächsten Morgen. Das ist ja nie passiert. Das war ja total easy. Also ich glaube, wir haben im höchsten Fall bei 2 Möglichkeiten irgendwie angerufen und dann war die Übernachtung für 9 Leute oder 4 Leute irgendwie klar. Wobei ich also sagen muss, lieber Harald, also bei den Touren, bei denen du nicht mit dabei warst, also die BBB 1000 und Saint-Mille letztes Jahr, haben wir fast, also 100% der geplanten Stops und Hotels. Carola guckt mich gerade entgeistert an. Also sagen wir 80%, wieso? Aber wir haben doch... haben wir doch, oder nicht? Also ich glaube schon, nach BBB habe ich gesagt, den Stress mit Hotels vorher raussuchen kannst du dir sparen. Das hat sich bei Samir bestätigt. Und aber schau, mir haben wir... Du musst mal Carola mehr zuhören. Habt ihr ja, sagen wir 50%. Na, egal. Es wird am Thron gesägt. Nee, es gibt keinen Thron. Also das, was er sagt, ist natürlich richtig. Was enorm beruhigend war, weil dann kann man sich den Teil der Vorbereitung sparen, wenn man in Gegenden fährt, in denen es irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten gibt, dann fährt man da einfach hin und also das, was wir halt bei den Touren gemacht haben und das funktioniert, dass wir immer so gegen 16, 17 Uhr uns zusammenfinden, neben einem Lavazza Kaffeeautomaten zum Beispiel in der Pampa und auf die Karte gucken, also was gibt es in der Range bis zu einer Ankunftszeit von, sagen wir mal, 22 Uhr. Was gibt es da für Übernachtungsmöglichkeiten? Und dann haben wir die abtelefoniert und das hat halt echt ja super gut geklappt. Das ist die Erfahrung, die ihr dann daraus gemacht habt und die ihr mitnehmen könnt. Ne? Ja. Mhm. Das muss man ja auch erstmal diese Erfahrung sammeln und die Erfahrung machen, dass das funktioniert. Ja, also einfach so, manche Dinge könnte man echt, da muss eben gar nicht viel Vorbereitung sein. Da kann man sich vielleicht gucken, irgendwie per Komoot irgendwie einen Track zu planen. Und letztendlich haben wir ja auch an ganz vielen Stellen unterwegs gemerkt, irgendwann macht man eben eh sein Ding. Also je länger es dauert, desto wirrer würde unser Track. Und deswegen, wir sind dann eh davon abgewichen und haben irgendwas gemacht. Also ich weiß nicht, so bis Ende Polen nach Litauen rein, okay, da waren wir noch irgendwie halbwegs tracktreu. Dann haben wir in Lettland irgendwann einmal den Fehler gemacht, nicht auf Christoph zu hören und die asphaltierte Straße zu nehmen, sondern 20 Kilometer Gravel. Auf the Devil, ja. Weil wir irgendwie den Hinweis nicht so richtig interpretiert hatten. Und ja, aber letztendlich, wenn du wirklich weit weg kommst, wo du dich eh nicht auskennst, ist auch so ein Komoot geplanter Track irgendwie, naja, das ist halt ein Vorschlag, aber die Realität sieht halt oftmals doch anders aus. Aber die Realität, also, war auch toll. Also das finde ich auch toll, was man so mitgeben kann. Fahrt möglichst weit mit dem Fahrrad und nehmt eine Richtung, auf die ihr Lust habt oder einen Ort, auf die ihr Lust habt und fahrt einfach los. Macht das einfach. Also, weil ich habe noch nie so viele Störche in meinem Leben gesehen, noch nie so viel Stille. Also Dörfer, die teilweise wirklich nur durch Schotterstraßen miteinander verbunden waren. Also Inseln im grünen Nichts und du sitzt da und du hörst einen Hahn krähen und der Wind rauscht durch die Bäume. Und da ist nix. Und es ist eine wunderschöne Stimmung. Und das finde ich einfach fantastisch, dass man das so mit dem Fahrrad erleben kann. Willst du mit dem Auto im Leben lang nicht mit deinem Auto da so eine Schotterstraße lang fahren, dann wirst du ja Heulkrämpfe bekommen. Aber also das finde ich toll auf solchen Reisen. Das fand ich großartig. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Und
Nee, noch nicht. Fahr vor allem. Ich wollte gerade noch einwerfen, du sitzt da in der Stille und dann das Einzige, was man hört, ist das Klicken von Haralds Fotoapparat oder Fotohandy. Oh, so viele Bilder habe ich gar nicht gemacht. Hast du nicht? Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Entschuldigung. Nein, aber okay. Eine der richtig schönen Geschichten. In Polen gibt es überall irgendwie, in jedem Dorf, in jedem Kaff, drei Häuser und eins davon ist ein Sklep. Also irgendwie Kiosk, Nahversorgung, was auch immer. Und Herr Rick rennt in einen dieser Sklaps rein, will seine Wasserflasche auffüllen und dann statt für 12 Cent 4 Liter Wasser zu kaufen, rennt er natürlich rein und bittet die Dame hinter dem Tresen, seine Wasserflasche doch irgendwie mit Leitungswasser aufzufüllen. Es gibt aber lustige Verständigungsprobleme und ja. Nach ungefähr 10 Minuten, es hat vielleicht sogar eine Viertelstunde gedauert, bekommst du deine Flasche gefüllt mit kochend heißem Kaffee. Das war großartig. Ja, das war und das. Vor allem, wie schnell du dann rausgerannt bist und diesen Kaffee entsorgt hast. Ja, weil du Angst um deine Flasche hattest. Schmolzen ist von dem Kaffee. Ich dachte schon, mit selbstgebranntem Schnaps gebrannt. Nee, das war, also sie hat ganz liebevoll, hat die ältere Verkäuferin da so Instant-Kaffee reingefüllt heißen. Und das Schnaps das weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Wir haben Bier gab es ein bisschen, aber Wodka und so, nö. Naja, ihr hattet ja auch genug körperlich zu tun. Vielleicht zum Abschluss der Runde. Ich habe schon am Anfang gesagt, jeder, der von euch möchte, irgendwie noch, also ich werde es natürlich alles in den Shownotes beziehungsweise in den Anmerkungen, ich werde keine richtigen Shownotes schreiben, alles, was ihr mir schickt, schreibe ich da drunter, setze ich da rein. Aber vielleicht für die Leute, die aus Prinzip oder warum auch immer keine Shownotes lesen, vielleicht jeder, der möchte, ich gehe diesmal alphabetisch nicht vor, sondern von rechts nach links, ohne zu wissen, wer wo sitzt. Wenn ihr irgendwie einen Twitter-Account, einen Instagram-Account, einen Blog oder sonst etwas habt, was ihr jetzt nennen möchtet, wo man euch folgen kann oder wo man euch finden kann, wenn euch das recht ist, wenn ihr das möchtet, wäre das die Gelegenheit von rechts nach links. Wo ist denn hier rechts? Rechts ist da. Ich bin. Du bist rechts. Ich bin. Also, wer mich finden will, denke ich, der findet mich. Also unter meinem Pseudonym Rick Ryder oder Critical Riders in Hamburg bin ich bei Facebook. Ich habe einen Blog Rauszeit seit bei WordPress, genau. Und da findet man mich. Auf Vimeo findet man mich, Rick Ryder, da sind auch die zwei Filme von der Saint-Mille und von der BB1000 und ein paar andere Sachen noch zu sehen. Wer uns in Hamburg besuchen will, kann sich schon mal freuen im Herbst auf Pedalo und Poeten, vielleicht einfach mal googeln. Ein Live-Format, was ich ins Leben gerufen habe, um quasi so Abenteurer gemütlich zusammenzubekommen für einen Abend. Da gibt es Filme zu gucken, da kommen ganz viele Leute zusammen und erzählen Geschichten. Johanna Jahrke letztes Jahr oder Björn Lehnert, TCA, finnischer Supertyp, sind schon da gewesen. Aber eben halt auch ganz normale Leute, so wie wir. Pedale und Poeten. Und ja, so auf den Kanälen wird man mich und uns und viele tolle Leute finden, wenn man Lust drauf hat. Und natürlich sind alle super herzlich eingeladen, auch mitzufahren. Im Herbst, jetzt Ende August, Tretoppe, ein 500 Kilometer Overnighter in Dänemark, den wir letztes Jahr versucht haben, aber nicht geschafft haben, auch wegen 3 Millionen Platten. Den wollen wir im August angehen. So, ich habe irgendwo mal gelesen, in Dänemark bei schlechtem Wetter und Split funktionieren Continental Four Seasons nicht. Kannst du? Das ist ein Insider-Wissen jetzt. Ne? Ja, genau. Also ich bin mal tatsächlich mit Four Seasons super kläglich gescheitert. Mit so vielen Platten, wie ich noch nie hatte in Serie. Irgendwie alle halbe Stunde Platten. Daraufhin meinte irgendwie ein dänischer Fahrradhändler, ja, Grand Prix Four Seasons sind total schlecht, weil, und hat da irgendwie eine wilde Geschichte erzählt. Aber jetzt letztes Jahr auf der Tretoppe, da hatten wir diverse verschiedene Reifen und wir hatten ohne Ende Platten da. Also ich glaube, es gibt kein Magic-Reifen für Dänemark, ne, oder? Gatorskin, Continental Gatorskin. Mein Festiv 500 ist mit meinen geliebten Kompass-Reifen auch gescheitert.
Ja? Ja, ja. In Dänemark. Nee, eigentlich eher in Schleswig-Holstein. Das war jetzt eine etwas längere Antwort auf eine kurze Frage. Ja. Ich reich mal weiter an Harald. Harald Liegner. Harald Liegner. Ich reich weiter an Miriam. Auf allen Kanälen unter Hamburg Feeds. Einfach Hamburg und Feeds, Feeds wie Fahrrad. Ja, das sollte jeder Hörer dieser Sendung hoffentlich kennen. Und als letztes Carola, weil Florian ist gar nicht so im Social Media Bereich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, ich habe auch eine Telefonnummer, die sage ich hier aber nicht. Nee, das würde ich auch nicht machen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, alles, was ihr meint, was, also ihr, die Beteiligten dieser Sendung meint, was unter diese Folge muss, bitte einfach mir schicken, das werde ich dann hier veröffentlichen und ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich für diese unterhaltsamen, ja, fast zwei Stunden bedanken, bei jedem und jeder Einzelnen. Das Einzige, was mich ärgert, dass ich nicht daneben gesessen habe, weil ich glaube, das hätte noch vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, spontaner, schneller und netter werden können. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal in Hamburg sein werde, ich wüsste jetzt in naher Zukunft leider Gottes keine Gelegenheit dazu, aber den einen, ne, den, die eine oder den anderen dort dann vielleicht zu treffen, so eine Pedal-Poeten-Geschichte wäre vielleicht auch mal was Interessantes, um vorbeizugucken. Wünsche euch vor allen Dingen eins, nämlich viel Spaß auf dem Rad. Ihr macht aber den anderen, den habt ihr eh, den brauche ich euch nicht wünschen. Möchte mich bei den Hörern bedanken, die uns jetzt die Zeit von zwei Stunden geschenkt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich werde mir den Ende den Mai nächsten Jahres schon mal eine Erinnerung setzen, um mich zu melden für die Sendung im kommenden Jahr, wo sie auch immer hinführt, die Reise dann. Dankeschön. Super cool, Christian. Vielen Dank. Ja, gerne. War schön mit dir. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.